Ja, hallo und willkommen bei Chess24 zu meiner Eröffnungswerkstatt, die ich zum ersten Mal hier mache. Nach zwei Banter-Blitzes oder Geschwätz-Blitzes habe ich mich entschlossen, eine Eröffnungswerkstatt zu machen, was so etwas ähnliches wie die Opening Clinic von Jan auf Englisch ist, aber ich habe mir gedacht, ich mache sowas mal auf Deutsch, da ich doch relativ gut vorbereitet bin, was Eröffnung angeht, dachte ich, ich nutze mal hier die Gelegenheit, da heute mein vorletzter Tag ist hier bei Chess24 und werde hier so eine Eröffnungswerkstatt machen. Ich habe überraschenderweise aus meiner Sicht richtig viele Fragen bekommen und ich werde versuchen, so gut es geht, alle abzuarbeiten. Mal gucken, ob ich es schaffe. Und ja, meine Videoserie ist fertig im Prinzip und wann genau sie kommt, kann ich nicht sagen. Vielleicht in den nächsten Tagen, vielleicht auch erst in den nächsten Wochen. Das wird sich bald herausstellen. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an und beginnen mit der ersten Frage. Ja, also. Hier fragt Mishat 2000. Auf Englisch, which line do you recommend black in the French after knight c3, knight f6, bishop g5, McCutcheon Classical or Rubinstein? Und er sagt, dass er Deutsch sprechen kann, also kann ich die Frage in aller Seelenruhe hier auf Deutsch beantworten. Ja, schalten wir zum Brett. Also, Mischa 2000 meinte die Stellung nach e4, e6, d4, d5. Springer C3, Springer F6 und Läufer G5 aus schwarzer Sicht. Und ja, also ich persönlich spiele ja auch Französisch mit Schwarz und ich spiele hier D schlägt E4, Springer E4 und den Zug Läufer E7 und nach Läufer F6 GF6 und ich denke, diese Variante ist relativ gut für Schwarz. Springer F3, F5, Springer C3, A6. Sollte ausgeglichen sein und bietet aber noch relativ ungleiche Chancen. Also hier hat Schwarz praktisch das Läuferpaar, Weiß hat eben ein bisschen mehr Raum, vielleicht ein bisschen bessere Struktur. Und zu dieser Stellung gibt es sehr, sehr viele Partien bereits. Und ja, das wäre ein System, was ich empfehlen würde. Und das andere System, was hier auch Mischa 2000 selber erwähnt, ist eben Läufer E7. Und ja, das ist auch ein System, was ich empfehlen kann, ist es sehr solide. Und ich denke eben, dass dieses Gambit hier, ist glaube ich, heißt Alechin-Chatard-Gambit oder so etwas, ist nicht mehr gefährlich und hier kann man mit H6 antworten, ganz gut. Und ja, Läufer E7, Dame E7. Ich würde hier grundsätzlich empfehlen, die Partien von Großmeister Evgeny Gleiserow anzuschauen in der Datenbank. Er müsste in dieser Stellung, keine Ahnung, oder eher in dieser Stellung wahrscheinlich so um die 20, 30 Partien aus schwarzer Sicht gespielt haben. Und er hat einen überragenden Score, kann diese Stellung sehr, sehr gut handeln mit Schwarz. Und ja, okay, nach Dame E7, der Zug Dame G4. Es gibt hier auch die Möglichkeit, eben F4 zu ziehen. Und dann spielt Schwarz Rochade, Dame D2, C5, DC5, Springer C6. Und die Stellung ist auch völlig in Ordnung für Schwarz. Und okay, nach Dame G4 spielt Schwarz auch Rochade und nach Springer F3 ist auch eine Möglichkeit C5, DC5, Springer C6, relativ typisch. Und wenn Weiß sofort lang hochgeht, auch C5, DC5, F oder C5, Springer C6, F4 und hier auch DC5, Springer C5, Springer F3, A6 wird mit B5 fortsetzen. Also die Stellung ist auch ganz gut für Schwarz und im Grundsätzlichen denke ich, dass Läufer G5 dieser Zug kein Vorteil aus weißer Sicht bietet. Läufer B4, das ist McCutcheon, die Variante, die hier Mischert auch angibt, denke ich nicht, dass sie gefährlich ist aus schwarzer Sicht, aber ich würde vielleicht eher die anderen zwei Systeme spielen, ein wenig klassischer und ja. Und hier nach H6, Läufer E3, denke ich auch nicht, dass ein besonders aggressives und gefährliches System ist aus schwarzer Sicht. Also da gibt es auch Partien von Evgeny Gleiserow und ich würde mir die einfach anschauen. Und das sollte kein Problem sein.
Ja, kommen wir zur nächsten Frage von Cyrus, 25, der hier fragt: Welche Eröffnung empfiehlst du Anfängern? 12 bis 1400 Elo. Und welche Eröffnung bevorzugt auch für Anfänger gut zu erlernen? Sind im Blitzschach am besten. Möglichst unkomplizierte Eröffnung. Ja, also, es ist nicht ganz so einfach, darauf eine Antwort zu geben. Und ich habe auch nicht besonders viel dazu vorbereitet, aber ich denke, für einen Anfänger ist es auf jeden Fall gut, E4 mit E5 zu beantworten und sehr klassisch zu spielen und eben D4 mit D5 zu beantworten. Und ja, ich denke, wenn du diese beiden Systeme spielst, lernst du einfach am besten, wie man Schach spielt. Auf C4 ganz klassisch E6 antworten, das Damengambit mitspielen. E4, 5 lässt sich auch, da kommst du in die verschiedenste Systeme rein, Spanisch, Italienisch, Schottisch. Das ist sehr gesund und ich denke, als Anfänger besonders sollte man nicht viel variieren, sondern eher seine Eröffnung treu bleiben, um sie gut zu erlernen. Und ich würde also im Blitz- und Schnellschach auch E4 mit E5 beantworten und D4 mit D5. Also klassisch spielen und einfach sein Schach verbessern. Bei E4, E5 ist die Besonderheit, dass man sehr, sehr viele Strukturen zu spielen bekommt. Zum Beispiel, okay, hier. Im Spanier gibt es diese Stellung, die man verstehen muss. Läufer E7, Turm E1. Ich mache jetzt mal einfach ein Beispiel. C3, H3 und jetzt einfach als Beispiel hier die Chigorin-Variante. Und diese Stellungsbilder entstehen sehr oft im Spanier, die man verstehen muss. Das ist konkret bestimmt nicht ganz so gut für Schwarz, aber von der Struktur her sollte man sowas verstehen und okay, beim Schotten gibt es hier auch extrem viele Doppelbauern auf der C-Linie und das ist alles zum Erlernen sehr gut und das Damengambit eben auch. Deswegen denke ich E4, E5 und D4, D5. So, kommen wir zur nächsten Frage von Johann Wilhelm Möbius. Er fragt: Hallo Robert, was denkst du ist die beste Fortsetzung für Weiß nach? E4, E6, D4, D5, Springer D2, C5, ED5, ED5 und so weiter. Kommen wir zur Frage von Wilhelm Möbius. E6, D4, D5 und hier der Zug Springer D2. Ja, ich muss sagen, ich bin kein besonders großer Springer D2-Experte. Ich bin eher Springer C3-Experte und habe ja auch darüber eine Videoserie aufgenommen. Aber okay, ich kann dir natürlich auch ein paar Sachen über Springer D2 erzählen. Und ich habe mich ein wenig mit der Variante befasst, die du hier angegeben hast. C5, ED5, Dame D5, Springer F3, CD4, Läufer C4, Dame D6, kurz Rochade, alles Hauptvariante, Springer F6, Springer B3, Springer C6, Springer D4, Springer D4, Springer D4, A6, Turm E1 und Dame C7. Und hier hast du eben 12. Läufer F1 angegeben, was ein sehr interessanter Versuch ist. Du hast hier gefragt, wie man vorher besser spielen kann. Gut. Es ist natürlich möglich, hier diesen Zug Dame E2 zu spielen, der auch von Niklas Hushenbeet in seiner Videoserie empfohlen wird. Na, ich denke hier, dass Schwarz bestens mit H6 antworten kann und hier nach Läufer D2 Ausgleich haben sollte. Aber Dame E2 ist auch ein legitimer Versuch hier. Läufer F1 ist ein bisschen neumodischer, kann man sagen. Und du gibst hier die Variante ein mit Läufer E7, Dame F3, Rochade, Läufer F4, Läufer D6, Tausch, Tausch. Turm AD1 und Dame C7. Und an dieser Stelle habe ich versucht, den Zug G2, G4 sofort zum Laufen zu bringen. Was mir nicht so ganz gelungen ist. Ich denke, Springer D5 gleicht hier aus schwarzer Sicht und wir kommen in so eine Stellung. Springer C3, Läufer D7, Dame G3, Turm C8, B4 und Läufer C6. Und ich denke, Schwarz sollte hier Ausgleich haben. Aber G4 sieht ein sehr verlockend aus, ehrlich gesagt, weil Weiß ist gut entwickelt, Schwarz bislang noch nicht, braucht noch hier zwei Züge, um sich vollständig zu entwickeln und deswegen sieht es natürlich danach aus, als müsste man hier aktiv agieren und du führst hier im Prinzip den Zug C4 an und Läufer D7. Und ja, in dieser Stellung habe ich mich auch damit befasst, wie kann man hier gut fortsetzen aus weißer Sicht. Und ja, hier habe ich auch G4 analysiert, dazu gibt es auch einige Partien in der Datenbank,
Aber ich habe es wirklich bei sehr hoher Tiefe nicht wirklich zum Laufen gekriegt. So. Ich glaube, Schwarz hat hier einfach keine großen Probleme. Er muss hier H6 spielen, H4 und Turm AE8 ist ganz wichtig für Schwarz. Und nach G5 tauscht man hier und spielt Springer H7 und Turm E3, E5 ist eben sehr wichtig. Und hier kann Weiß mit Dame G3 noch versuchen, aber Schwarz muss hier einfach diese kurze Sequenz kennen, wonach er einfach ausgleicht. Springer G5, ED4 und hier. Das hier ist ein ausgeglichenes, also eine ausgeglichene Stellung und es wird vermutlich ein ausgeglichenes Endspiel entstehen. Ich denke also nicht, dass G4 objektiv was bringt aus weißer Sicht. Ich glaube, man kann es mal versuchen, aber wenn Schwarz eben diese Sequenz mit H6 kennt, ist es relativ schwierig, hier mit Weiß was zu bekommen. Ich habe statt H4 versucht, hier irgendwie H3 und dann Läufer G2 zum Laufen zu bringen, aber es ist relativ schwierig, auch wenn es danach aussieht, als würde Weiß hier sehr gut angreifen können, ist es sehr, sehr schwierig hier und der Computer hält einfach alles zusammen. Und okay, die meisten Leute haben in dieser Stellung eben den Zug Dame nach G3 versucht, wonach man in diesem Endspiel landet. Turm FD8, F3, König F8, G4, H6, König F2. Und ja, hier in dieser Stellung gab es eben die Partie zwischen Dragan Solak und Wladimir Akopian. Und ja, Akopian konnte das Remis halten. Ich denke, die Stellung ist vom Computer aus gesehen ausgeglichen. Es ist wahrscheinlich in der Praxis um eine Haaresbreite besser für Weiß. Also Weiß ist hier die einzige Seite, die hier auf Gewinn spielen kann und kann hier versuchen, ein wenig Druck auszuüben aus weißer Sicht. Er hat ein bisschen mehr Raum, der Springer steht ein bisschen besser, der König ist ein wenig aktiver, die Türme stehen gut. Aber Schwarz kann das hier bei relativ genauem Spiel zusammenhalten und ich denke nicht, dass es hier allzu gefährlich sein sollte. Hier sagt Tröll Fjord Padler im Chat, ob nach Springer H7 G6 möglich ist. Ich gehe mal zur Stellung zurück. Springer H7. Ja, G6. Das Problem ist ja, es sieht vielleicht gut aus, hier diese Struktur jetzt zu entzweien, aber in Wirklichkeit ist es der weiße König, der hier eben Probleme bekommen wird. Und ja, G6, FG6, daran glaube ich nicht. Also E5, hier dieser Läufer wird noch ins Spiel kommen. Der Turm. Bei G4 oder H4. Die Dame guckt hier auch. Schielt hier nach H2. Das ist auf jeden Fall kein Versuch. Aber eben dieses Endspiel, was ich angesprochen habe, wenn du hier auf zwei Ergebnisse spielen möchtest mit Springer D2, kannst du dieses Endspiel probieren. Aber im Grunde genommen denke ich, dass Weiß hier eine kleine Krise in dieser Variante hat und es ist relativ schwierig ist, hier auf Gewinn zu spielen. Also, ich habe auch schon einige Partien nach Läufer F1 gesehen und die meisten sind eben dieses Endspiel und Schwarz konnte so gut wie alle Partien hier Remis halten. Also du wirst wahrscheinlich eine Erfolgsquote haben, aber die wird hier nicht mehr als bei 2 von 10 Partien liegen. Gut, so viel zu Springer D2 hier von Johann Wilhelm Möbius. Wie gesagt, wenn du ein Problem hast, kannst du ja meine Serie über Springer C3 anschauen. Aber ich glaube eben, diese Variante taugt objektiv nicht wirklich was aus weißer Sicht. Also kommen wir zur nächsten Frage von Bornali. Robert, was hältst du von E4, E6, D4, D5? Springer C3, Springer F6, Läufer G5, Läufer B4, E5, H6, Läufer D2 und so weiter und so fort. Wie soll man am besten fortsetzen? Ja, das ist hier die Variante, die hier Bornali wieder sehen möchte. Und nach Läufer G5 eben der Zug Läufer B4, der von mir erwähnt wurde. Die McCutcheon-Variante, die ich persönlich aus schwarzer Sicht noch nie gespielt habe. Aus weißer Sicht hatte ich das hier einmal auf dem Brett. Und gut, ich denke, nach E5, H6 ist schon Läufer D2 kein besonders erfolgsbringender Versuch. Also, das war früher der absolute Hauptzug, aber heutzutage wird hier eher Läufer E3 versucht. Was auch, denke ich, ein wenig besser ist, aber auch nicht große Probleme für Schwarz bereitet. Aber ich werde jetzt auf deine Frage ja eingehen. Läufer D2, Läufer C3, BC3, Springer E4, Dame G4, König F8,
Läufer D3, Springer D2, König D2. Und das ist die Stellung, die hier Bonali in seiner Frage meint. Und ja, in dieser Stellung ist es eigentlich relativ klar, wie man hier mit Schwarz fortsetzt. Und alle Spieler spielen im Prinzip gleich. Und zwar hier den Zug C7, C5, typisch für Französisch, greift das Zentrum an. Okay, Weiß setzt hier eigentlich immer mit H4 fort. Und hier Springer C6, Turm H3, C4. Der Läufer wird hier von diesem aktiven Feld vertrieben mit Läufer E2 und nach B5 Turm G3. Und hier kann man sich aussuchen, ob man Turm H7 spielt oder Turm G8. Hat Schwarz eigentlich immer gutes Spiel. Es folgt Läufer D7, A5, B4 und dieser König hier wird praktisch ein bisschen aufgebrochen. Es wird also Druck gegen C3 gemacht und ja, ich denke einfach, dass Weiß hier einfach nicht so gute Perspektiven hat. Und also ich wäre hier ungern Weiß, eher Schwarz. Ich glaube, Weiß hat hier einfach nicht genug Spiel gegen diesen König hier auf F8, wohingegen Schwarz sehr aktives Spiel am Damenflügel hat. Und wie gesagt, also in dieser Stellung nach König D2, Macht C5, H4, C4 oder erst Springer C6, das spielt keine Rolle. Turm A3, C4 und jetzt einfach B5 und nach Turm G3 kannst du dir aussuchen, ob du Turm A7 oder Turm G8 spielst. Dann gefolgt von Läufer D7 und A5, B4. Sollte Schwarz hier keine Probleme haben. Kommen wir zur nächsten Frage von Black White Universe, der hier fragt: Hallo Robert, wie ist die Stellung nach E4, E5, Springer F3, Springer C6, D4, ED4, Springer D4, Springer F6, Springer C6, BC6 und so weiter und so fort einzuschätzen? Kann Schwarz ausgleichen oder erreicht Weiß leichten Vorteil? Kommen wir zur Stellung von Black White Universe. E4. Moment, ich muss das hier finden. Das ist E6, hier ist E5, Springer F3 und hier Springer C6 und hier D4, ED4, Springer D4, Springer F6, Springer schlägt C6, B schlägt C6, E5, Dame E7, Dame E2, Springer D5. Schottische Hauptvariante hier, Springer B6 in diesem Fall, will hier Black White Universe spielen und nach Springer C3 eben diesen Hauptzug Dame E6 und nach Dame E4 den Zug D5. Ja, Black White Universe. Ich weiß nicht, aus welcher Sicht du diese Variante hier spielen möchtest, mit Weiß oder mit Schwarz. Falls es mit Weiß ist, kann ich dich glücklich machen. Weiß hat hier kleinen, aber langfristigen Vorteil. Falls du es mit Schwarz spielst, muss ich dich enttäuschen und du solltest dir eine andere Variante suchen. Ja, Weiß kann hier relativ logisch und einfach fortsetzen mit E schlägt D6, C schlägt D6 und Läufer D3. Schwarz muss hier auf E4 nehmen, Läufer E4, er muss hier Läufer B7 ziehen. Und Weiß kann hier einfach B3 machen, G6, Läufer B2, Läufer G7, Langrochade, Langrochade. Und hier beliebig Turm HE1, Läufer F3, H4, H5 ist ein Plan. Die Stellung ist einfach, ja, Weiß steht ein bisschen besser. Schwarz hat hier einfach ein bisschen anfällige Bauern. Weiß hat hier die bisschen aktiveren Figuren, die schwarzen Figuren sind nicht besonders aktiv. Und ja, ich denke, das ist keine Stellung, wo man gerne Schwarz hat und sich diese Stellung wirklich langfristig antut. Ich glaube, es gibt da ein bisschen bessere Wege, um gegen Schottisch zu kämpfen. Und ja, ich glaube, diese Variante ist nicht allzu gut. Wenn du das hier spielst, würde ich dir hier eher G6 empfehlen. Oder vielleicht ein Zug davor, Läufer nach B7 ist eine normale Variante in dieser Stellung, wo Schwarz nicht allzu große Probleme haben sollte, aber dieses Endspiel ist eben relativ unangenehm und wäre daher aus meiner Sicht nicht zu empfehlen. Black White Universe schreibt hier nicht ED6, Dame E4 als Zwischenzug ist die schwarze Idee. Okay. Black White Universe will hier Dame schlägt E4, Springer schlägt E4 spielen. Ich habe mich unter Umständen hier verguckt. Aber ich glaube, das Muster dieses Endspiels ist relativ gleich. Also hier, wenn Weiß B3 spielt, kriegt Schwarz nicht einmal G6 hin. Was auf jeden Fall nicht so gut für ihn ist.
Und er müsste hier so etwas spielen, vermute ich stark. Also, ich weiß nicht, ich glaube, dieses Endspiel hier ist nicht besonders angenehm für Schwarz. Ich würde dieses Endspiel ungern mit Schwarz spielen. Auch wenn man hier sofort nehmen kann und Springer E4, CD6. Ich denke, B3 müsste hier eine gute Antwort sein. Außerdem nach Läufer E7 ist vielleicht auch Läufer nach A3 sehr unangenehm, außer dass er sich. Also, das wäre nicht meine Empfehlung. Wie gesagt, entweder hier G6. Also nach Dame E4 hier G6 oder eben hier Läufer B7. Ich denke, das sind zwei bessere Varianten. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Und die Frage ist von Polunga. Er fragt hier: Hallo Robert, ich frage mich, was du vom klassischen abgelehnten Damengambit hältst. Ist es auf Top-Ebene noch anzutreffen oder bereits tot? Jan Gustafsson ist jedenfalls in seinen Videoserien auf Chess24 nicht mehr bereit, es gesunden Gewissens zu empfehlen und gibt Nimzinisch als Repertoire-Empfehlung. Was denkst du vom Versuch, die Variante mit frühem Springer 6H5 zu reparieren, wie man es schon oft gesehen hat? Zum Beispiel D4, D5, C4, E6 und so weiter und so fort. Mit H6 sagt er hier, oder direkt 8. Springer 5 ohne den Einschub von H6. Danke und Gruß, Yannick Koch. Gut, schalten wir zu dieser Variante hier. Die Polunga oder Yannick Koch hier meint Springer C3, Springer F6, CD5, ED5, Läufer G5, Läufer E7, E3, C6, Läufer D3, Springer BD7 und Dame C2. Und in dieser Stellung meint er entweder den Zug H6, Läufer H4, Springer H5 oder eben das direkte Springer nach H5. Ja, zunächst einmal zu Jans Videoserie, die ich selber auch gesehen habe. Er sagt hier im Prinzip, dass nach Läufer G5 seine Intention war, nach C6, E3 den Zug hier Läufer nach F5 zu empfehlen. Und ich glaube, da hat er mit seiner Einschätzung recht, dass dieses Endspiel also praktisch widerlegt worden sei. Aus, ich habe wieder vergessen, das hier wegzumachen. Also, ich mache hier alles von neu. Also, das Damengambit CD5, ED5, Läufer G5, Läufer E7. E3, C6, Läufer D3, Springer D7, Dame C2. Und hier meint Polunga also entweder H6, Läufer H4, Springer H5 oder sofort den Zug Springer H5. Zu Jans Serie kann ich sagen, dass Jan hier gesagt hat, nach CD5, ED5, Läufer G5 wollte er hier dieses C6 empfehlen. E3, Läufer F5, Dame F3. Und ich glaube, hier hat er auch recht, also dieses Endspiel wurde praktisch von Weltmeister Magnus Carlsen in der Partie gegen Wladimir Kramnik widerlegt mit Springer F3, Springer D7, Springer H4, Läufer E7, soweit alles bekannt gewesen. Aber hier eben Springer C3 nach E2, was wirklich eine unglaublich unangenehme Stellung für Schwarz bedeutet. Und hier diesen Springer von C3 nach F5 überführt. Und ja, seitdem ist diese Variante auch nicht mehr auf Top-Niveau gesehen worden. Aber ich denke, dass die Variante, die hier Polunga anführt, durchaus spielbar ist. Läufer E7, man kann hier übrigens auch C6 starten, aber sollte nach E3 eben nicht Läufer E5 spielen, sondern Läufer nach E7. Aber starten wir mal mit Läufer E7, E3, C6, Läufer D3, Springer B nach D7, Dame C2. Und hier würde ich allerdings dazu raten, den Zug Springer H5 sofort zu spielen und nicht dieses H6. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dieses H6 passt nicht so ganz ins Stellungsbild. Und nach H6 muss der Schwarze in der Regel kurz rochieren und nach Springer H5 lässt er sich sozusagen beide Optionen offen. Entweder hier die kurze Rochade zu machen oder eben die lange Rochade. Also Läufer E7, Dame E7 ist forciert. Und hier wird Springer GE2 normalerweise gezogen, wenn Weiß hier den Aufbau mit Springer F3 wählt. Das heißt, lang rochiert, Springer W6, H3. G6, Springer F3, Läufer E6, König B1 und lange Rochade, Springer A4. Springer G7 denke ich nicht, dass Schwarz hier irgendwelche Probleme haben sollte und der Aufbau mit dem Springer auf F3 sollte für Schwarz relativ ungefährlich sein. Ich denke, Schwarz steht hier ungefähr ausgeglichen. Also G4 ist hier ein typischer Zug, um eben dieses Läufer nach F5 zu verhindern, aber kann man oft mit H5 dagegen agieren und ich denke, dass die Stellung nicht zu gefährlich für Schwarz ist und durchaus spielbar. Und ich würde nicht sagen, dass sie
einer Reparatur unterliegt, sondern eher ruhig spielbar ist. Springer G2, der Hauptzug wird mit G6 beantwortet. Und hier entsteht dann diese Stellung, wo ich auch denke, dass Schwarz völlig in Ordnung steht. Der Springer auf G3 steht nicht gut. Und wenn er hier wegzieht nach E2, folgt Läufer 5. Ich habe mir sehr, sehr viele Partien angeschaut zu diesem Thema. Ich bin kein großer Experte von dieser Stellung von beiden Seiten oder aus beiden Perspektiven, aber ich glaube einfach, Schwarz sollte hier ausgleichen und ja, wenn Weiß was versuchen will, dann mit dem Zug Springer G nach E2. Ich glaube eben, dass Schwarz hier relativ in Ordnung steht und ja, König B8 wird folgen, Turm H nach E8 und ja, dieser Springer kann über E8 nach D6 kommen und Schwarz sollte hier in bester Ordnung sein. Ich glaube aber, warum hier Nimmt zu Indisch von Jan empfohlen wurde, ist einfach, dass bei dieser Zugfolge hier nach Läufer B4 eher weniger konkretes Spiel auf dem Brett gelangt. Hier kann Läufer C3 immer oft folgen und ja, schaut euch einfach seine Videoserie an. Nimmt zu Indisch ist einfach auf hohem Niveau immer gesehen. Und das Damengambit ein wenig weniger. Aber wie gesagt, ich denke, es ist super spielbar und ich glaube, einer der Experten von schwarzer Seite müsste Boris Gratschew sein. Glaube ich zumindest. Und ja, ich sehe hier kein Problem für Schwarz und denke, dass dieses Setup hier aus schwarzer Sicht völlig spielbar ist. Und damit kommen wir zur nächsten Frage. Und die ist von Germa Nicolus, der hier sich als Holländer outet und die Frage auf Englisch stellt, aber trotzdem sagt, dass er Deutsch versteht. Ich lese sie auf Englisch mal vor. Hello, I'm a Dutch and can perfectly understand German. Also er kann Deutsch. Unfortunately, my speaking and writing skills are not well developed. I hope I can ask my question in English and are perfectly okay with you answering in German, was ich auch machen werde. The question is what the best setup is for Black against the Catalan. When after one c4 or one knight f3, White doesn't go for the beloved mainline of Jan, but plays b2 b3 in the diagram position. I struggle against this line since many times White gets a nagging edge and nowhere else in my repertoire I play with hanging pawns. The right approach seems to be, und so weiter und so fort. Knight takes d5 should solve Black's strategic problems, but it requires some sharp lines. Und dann sagt er am Ende, is this just what we have to live as Black players that hope to reach the mainline Catalan, or do you see a more clear-cut way to fully equalize? Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Frage an Germa Nicolus und ich schalte mich sofort in diese schwierigen Eröffnungszonen mit dem Zug erstens Springer F3, Springer F6, C4, E6 und hier eben dieser Zug G3. So, und das Problem von Germán Nicolás ist, er würde gerne gegen den Hauptaufbau des Katalanen Läufer E7 spielen und das Repertoire von Jan bekommen. Das Problem ist, dass nach D5, Weiß nicht dazu gezwungen ist, D4 zu spielen, sondern nach Läufer G2, Läufer E7, Kurzrochade, hier anstatt dem Zug D2, D4 eben die Möglichkeit hat, den Zug B3 zu spielen. Und Germa Nicolus ist nicht besonders davon überzeugt, hier nach C5, Läufer B2, den Zug Springer nach C6 zu ziehen und nach E3, B6 in dieses System abzuwickeln. Was ich gut verstehen kann, denn dieses System ist laut meinen Analysen relativ unangenehm und er sagt hier im Prinzip, dass nach C schlägt D5, Springer schlägt D5, Schwarz strategisch gut stehen sollte, aber scharfe Varianten folgen. Und das ist wahr, denn Springer schlägt D5, Dame schlägt D5, D4 wurde schon sehr oft gesehen hier. Turm HD8, Springer E5, hier greift Weiß also die Dame des Schwarzen an, es folgt Dame D6. Und DC5 und hier nach Dame schlägt C5. Dieser
Unangenehme Zug Springer nach D7, wonach Schwarz Dame F5 spielt und E4, Dame G5, H4, Dame H6, Läufer C1 und Schwarz ist gezwungen G5 zu machen und HG5. Und hier wurden auch schon sehr viele Partien gespielt mit Dame G6, Springer F6 oder E5. Und ich denke, dass ich da Germaniculus zustimmen muss, dass dieses System nicht besonders angenehm aus schwarzer Sicht ist und ich würde es auch nicht empfehlen. Was ich empfehlen würde, ist der Zug C5, so viel steht fest, und nach dem Zug Läufer nach B2 eben den Zug D4. Ja, wir gehen hier in eine Benoni-Struktur über, eine Art Benoni mit verkehrten Farben und in dieser Stellung sollte Schwarz sehr gut stehen, denke ich, und keine Probleme haben. E3 ist hier der Hauptzug, Springer C6, ED4, CD4, Turm E1, wir erreichen solche Stellungen. Und hier kann sich Schwarz aussuchen, er hat zwei Aufbauten, die ich hier Germaniculus mit auf dem Weg geben werde. Turm E8 ist eine Möglichkeit, D3, Läufer F8, A3, A5, sehr typischer Zug hier, um B4 zu verhindern. Springer E5, Tausch, Springer D7, Turm B5 und Springer C5. Hier sollte Schwarz okay stehen. Und die große andere Hauptoption ist der Zug Springer nach E8, der von der gesamten Weltelite mit Schwarz schon gespielt wurde. Und nach D3, F6 eben der Aufbau hier, verbunden mit E5 und Springer C7. Hier zum Beispiel Springer A3, E5, Springer C2, Springer C7, A3, A5. Wieder typisch hier dieses B4 verhindern. Und nach Dame D2, Dame D7 ist, denke ich, ein sehr starker Zug hier und führt schon eher zu leichtem schwarzen Vorteil. Ja, also ich denke hier Springer E8 ist eben guter Zug und D4 hier sehr wichtig. Was Germaniculus weiteres Problem ist hier, dass er hier sagt, dass Christoph Silecki hier den Zug C schlägt D5 als problematisch sieht. Aber ich denke einfach, dass ich hier einen guten Ausgleichsweg gefunden habe. Springer schlägt D5, Läufer B2, Springer C6, wird alles von Germaniculus erwähnt. D4, nimmt, Läufer D7. Springer C3 ist ein Problem, Tausch, Läufer C3, Turm C8 und Turm C1. Und hier wird anscheinend in der Videoserie von Christoph Silecki Springer schlägt D4, Dame schlägt D4 und Läufer F6, Dame D3 erwähnt. Was tatsächlich angenehmer für Weiß ist. Aber ich denke, ich habe hier einen sehr guten Zug mit Schwarz gefunden, der hier zu absolut kein Problem führen sollte aus schwarzer Sicht, und das ist Läufer nach A3. Nach Läufer A3 folgt Turm C2 und hier Dame E7, ganz ruhig. Schwarz ist nicht in Eile, hier irgendwas abzutauschen, will hier seine letzte Figur ins Spiel bringen und Weiß ist hier selber die Person, die hier abtauschen wird, und hier entsteht diese Stellung Läufer D4, Läufer C5 und Schwarz gleicht einfach aus. Es wird hier alles geschlagen, Dame D7 und B5 und die Stellung ist ausgeglichen. Also damit hätte ich, denke ich, die Frage von Germaniculus beantwortet. Also hier B3, C5 ist die richtige Antwort und nach Läufer B2, also hier D4, um in die hängenden Bauern zu gehen, und nach C schlägt D5, wichtig, hier 13. Läufer A3, und ich denke, dass Schwarz die Variante sehr gut spielen kann. Also zum Abschluss, wish you a lot of success mit dieser Variante. Kommen wir zur nächsten Frage von Spiegelmann 666. Ich hätte zwei Fragen. Erstens, es spielt kaum noch ein Schwarzspieler. Drittens, Läufer B4 gegen Springer C3 im Französischen. Ist das nur Mode oder hängt das mit der Dame G4 Variante zusammen? Zweitens, welche Varianten sind in der Zugfolge E4, E6, D4, D5, Springer C3, Springer F6, Läufer G5, D-Schild G4, Springer E4, Springer D7, Springer F3, H6 für Weiß noch am aussichtsreichsten? Zu dieser Frage will ich Folgendes sagen. Zunächst einmal glaube ich nicht, dass wenige Spieler hier den Zug Läufer B4 spielen. Läufer B4 ist immer noch voll in Mode und nach E5, C5, A3 haben wir in letzter Zeit viele Partien in diesem System gesehen, wo Schwarz hier die Dame nach A4 stellt
Und ja, ich denke, das System ist überhaupt nicht außer Mode und wird noch sehr häufig angewandt von den Schwarzen. Also Läufer B4 ist völlig am Leben. Und zu der anderen Variante, die du hier angibst, Springer F6, Läufer G5, D schlägt D4, Springer schlägt D4, Springer schlägt FB D7, Springer A3 und H6 werde ich nicht allzu viel sagen, denn diese Variante wird durch eine andere Zugreihenfolge in meiner Videoserie erwähnt werden und ich glaube, du bist dann am besten beraten, wenn du dir mein Video dazu anschaust. Ansonsten danke für die Fragen und wir kommen zur nächsten. Der Ruffi fragt: Ich hatte vor kurzem eine Partie als Schwarzer, in der ich mit erstens B3 konfrontiert wurde. Welchen Aufbau kann man dagegen einnehmen? Mein Gegner hat dann mit E3, Springer E2, Läufer B5 und F4 fortgesetzt. Ähnlich ging es mir auch mit erstens F4, nebst G3, Läufer G2. Wie baut sich Schwarz hier am besten auf? Vielen Dank, der Ruffi. Ja. Kommen wir zur Frage von der Ruffi. Ich suche hier gerade meine Mitschriften aus. Ich werde hier kurz switchen. Ich suche hier B3, weil es nur eine B3-Frage gab und es ist nicht so einfach, die zu finden. Aber da ist sie. B3. Nach B3 empfehle ich E5, Läufer B2, Springer C6 und E3, Springer F6. Das ist, denke ich, auch die populärste Variante, die hier am häufigsten angewandt wird mit Schwarz auf höchstem Niveau. So, Läufer B5, Läufer D6 ist hier schon alles zigmal gesehen worden und nach Springer A3 empfehle ich aber nicht den Hauptzug Springer A5, sondern ich denke, eine sehr gute Variante wählte Sergei Karjakin in dem laufenden Turnier Weikernsee Masters gegen wen auch sonst Richard Rapport und spielte hier E4, was ich für einen sehr interessanten und guten Zug halte. Nach E4 folgte Springer C4 und hier Läufer E7, Läufer C6, BC6, Springer E2, Kurzrochade und hier denke ich sehr, sehr stark A5. Es ist zu beachten, dass Karjakin vor 2 oder 3 Jahren D5 spielte und hier verlor und verbessert hier seine Partie mit A5. Das wurde auch schon von den Tiomba mit Schwarz gespielt. Also denke ich, A5 sollte hier ganz gut sein und nach D3 A4. Ja. Ich denke, die Variante ist zu empfehlen für Schwarz. Einfach hier Läufer D6 und E4 fünftens merken. Ich denke, Schwarz sollte nicht allzu große Probleme haben. Und zu deiner Frage über den Zug erstens F4 kann ich so viel sagen, dass ich hier als Schwarzer im Prinzip als Sizilianer-Spieler unter anderem auch auf C5 gespielt habe. Ich denke, den Aufbau, den ich einnehmen will, ist eben der genaueste Zug. Erstens G6. Warum G6? Ja, nach E4 würde ich C5 spielen. Und wir würden in die gleiche Stellung überleiten. Nach Springer F3 spiele ich auch C5. Und es wird immer die gleiche Stellung folgen. So, D4 macht hier überhaupt keinen Sinn. Und ja, hier gibt es eben den Zug B3 nicht, weil hier eben Läufer G7 folgt. Und wenn man eben mit C5 startet, dann kann hier B3 kommen und es wird dieser Bird-Aufbau eingenommen und Schwarz hat nicht die Möglichkeit, seinen Läufer zu flankieren. Deswegen denke ich, dass G6 hier das Beste ist. Und okay, wir können uns hier anschauen, was du hier gesagt hast. Zum Beispiel G3, Springer F3, Läufer G7, G3, C5, Läufer G2, D5. Ist eine Möglichkeit, sich aufzubauen. Eine andere ist es, Springer C6 zu spielen und hier in so eine Stellung zu gehen, in einen geschlossenen Sizilianer. Aber wenn dir das nicht gefällt, dann kommt D5, Rochade, Springer F6, D3,
Rochade C3, Springer C6, Springer A3 und Turm B8. Und wie Jan und Peter, glaube ich, während des Weig-Turniers oder eines anderen Turniers erwähnten, wir haben hier eine Leningrader Variante aus weißer Sicht mit einem Mehrtempo. Aber das Problem ist eben, dass man als Schwarzer, wenn man Leningrad spielt, um Ausgleich kämpft und als Weißer aus um Vorteil kämpft. Und dieses Mehrtempo bringt dem Weißen hier leider sehr, sehr wenig. Und Schwarz hat hier keine Probleme, viele Partien gespielt worden. Und ja, Schwarz hatte hier keine Probleme. Aber wenn dir hier diese D4-typische Stellung nicht gefällt, einfach Springer C6 machen und in diesen Aufbau gehen. Ich glaube, Schwarz sollte hier keine großen Probleme haben. Und Pikachu, der Schachspieler, fragt im Chat, warum hier nach G6 D4 keinen Sinn macht. Ja, das Feld E4 wird geschwächt und Schwarz antwortet hier einfach mit D5. Dieses Feld ist enorm geschwächt, der König ist geschwächt und das macht keinen Sinn. Ja, ich hoffe, ich habe deine Frage mit erstens B3 und erstens F4 beantwortet und du hast Erfolg gegen diese doch selten gespielten Systeme. Nächste Frage von Trofljörd Padler. Letzten Oktober wurde ich mit Schwarz in Russisch nach E4, E5, Springer F3, Springer F6 und so weiter und so fort mit dem recht neuen Zug 7. Springer C3 konfrontiert. Da ich auf das natürliche Springer C3 eine Vorbereitung erwartete, habe ich mit 7. Läufer B4 reagiert, konnte die Öffnungsprobleme aber nicht wirklich lösen. Die Engine Houdini 3.0, die übrigens überhaupt nicht mehr aktuell ist, empfiehlt tatsächlich Springer C3, BC3, Dame E7, Läufer gleich G6. Wie schätzt du das ein? Besten Dank, Trollfjord Padler. Wie schätze ich das ein? Das ist eine gute Frage. E4, wir kommen jetzt nicht zu E6, sondern E5, Springer F3 und hier zum Zug Springer nach F6. D4, das ist die Variante, die hier Trollfjord Padler angibt. Ich mache das Fenster wieder weg. Läufer, also hier praktisch nochmal. Russisch D4, Springer E4, Läufer D3. Relativ populäre Variante momentan. D5, Springer schlägt E5, Springer D7. Springer schlägt D7, Läufer schlägt D7. Und hier eben der Zug Springer C3, den hier Trollfjord Padler in der Praxis, der gegen ihn gespielt wurde. Und hier hat er Läufer B4 gezogen und seine Eröffnungsprobleme nicht lösen können. Ja, tatsächlich, Springer schlägt C3 ist hier der richtige Zug, BC3. Und auch wenn Houdini 3 nicht besonders stark ist und auch nicht besonders vertrauenswürdig, heutzutage zumindest, denke ich, dass hier der Zug Dame E7 der stärkste ist. Und ja, Läufer E3 und G6 ist tatsächlich der Aufbau, den hier Schwarz einnehmen sollte. Da hast du schon mal gut recherchiert. Beispielsweise Rochade Läufer G7, Turm E1, Turm B1, Verzeihung, ist eine Möglichkeit, die in der Partie zwischen Brunson, Batista, Lazaro und Vassili Ivanchuk gespielt wurde und nach B6, C4, B6, Dame F3, C6, C4, nimmt. Und Rochade hatte Ivanchuk überhaupt keine Probleme. Und die Partie ging Remis aus. Und wenn Weiß hier Dame B1 versucht, B6, Dame B4, hier seine Bauernstruktur zu verbessern, nehmen wir hier weg, CB4, A5, B5 und lange Rochade, wonach Schwarz auch keine allzu großen Probleme haben sollte. Ich habe hier noch nach dem Zug Läufer D6 geschaut in dieser Stellung. Aber ich glaube, es ist relativ unangenehm. Also Dame A5, Dame E7, Läufer E3, C6. Ich habe ein bisschen geschaut, aber ich glaube einfach, es ist einfach immer ein bisschen unangenehm, mit Schwarz zu spielen, weil es nicht ganz klar ist, wie man hier seine Figuren platzieren sollte. Und deswegen empfehle ich einfach diesen Aufbau, den du hier selber in deiner Frage erwähnt hast. Reagiert hier den Läufer nach G7 und Schwarz sollte überhaupt keine Probleme haben. Ja, so viel zu dieser Frage. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
Und wir kommen zur nächsten Frage von Fidemeister Dboki. Hallo, was würdest du mit Weiß gegen Schottisch Läufer B4 Schach C3 Läufer C5 spielen? Ganz kurz zurück zur alten Frage. Trollfjord Paddler sagt, dass Rochade Zwischenmatt war. Das habe ich vielleicht. Da hast du recht, es tut mir leid. Das ist tatsächlich matt. Also man muss hier irgendwie mit G6, da habe ich nicht aufgepasst, man muss hier G6 spielen und dann auch hier. Und ich glaube, es ist einfach grundsätzlich unangenehm für Schwarz zu spielen. Also ich würde die Variante nicht empfehlen, auch wenn Weiß hier diesen Doppelborn hat. Weiß steht einfach aktiv und ich würde das nicht empfehlen. Also wie gesagt, G6, Läufer G7. Und damit solltest du Erfolg haben. Ja, wie gesagt, wir kommen zurück zu Dboki, der hier fragt, was würdest du mit Weiß im Schotten nach Läufer 4 Schach C3, Läufer C5 spielen? Und ja, dann kommen wir auch gleich zur Frage von Dboki nach Springer F3, Springer C6, D4, ED4, Springer D4 und hier der Zug Läufer B4 Schach C3, Läufer C5. Ja, hier kann man im Prinzip Verschiedenes machen. Aber ich würde vermutlich zu Läufer nach E3 tendieren, Läufer B6 und hier eben Springer F5. Und ja, Schwarz hat hier zwei große Möglichkeiten. Die erste ist hier sofort zu nehmen auf E3, Springer E3, Springer F6 und hier F3. Ich denke, die Stellung ist äußerst unangenehm für Schwarz. Einfach dieses große Zentrum aufbauen und Schwarz hat wenig Raum und ja, ich finde die schwarze Stellung einfach unangenehm. Weiß steht hier sehr gut. Läufer G2 folgt, Rochade folgt, Dame D2, Turm nach D1. Irgendein Springer wird sich auf D5 platzieren. Und ja, das gefällt mir nicht aus Schwarz Sicht. Schwarz hat hier im Prinzip G6 versucht in dieser Stellung. Und hier sollte Weiß B6 nehmen, AB6, Springer E3. Und wieder hier diese Stellung. Gut, hier gibt es eben diesen Zug D5, der oft gesehen wurde. Aber ich glaube, Weiß hat hier guten Vorteil mit mehr Figur. Es ist nicht allzu viel, aber so 0,6 bis 0,7 Bewertungseinheiten laut der Engine sind es in dieser Stellung. Die Praxis zeigt auch, denke ich, dass Weiß hier sehr guten Score hat. Ich würde in dieser Variante grundsätzlich, also in dieser Variante hier, Springer 5, würde ich mir die Partien von Großmeister Alexandre Danin anschauen, der ein schottischer Experte ist und mit Weiß sehr viel Erfahrung im Schotten hat. Er hat diese Stellung mehrmals auf dem Brett gehabt, als ich dabei war. Und deswegen glaube ich, dass du gut beraten bist, wenn du da die Partien von Alexandre Danin anschaust. Jo. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Wenn dir das nicht gefällt, kannst du natürlich nach Läufer C5 hier auf C6 nehmen und dann mit Läufer D3 kurz Rochade fortsetzen. Aber ich denke, Läufer E3 sollte ganz gut sein für Weiß. Und ja, ich hoffe, dass die Empfehlung für dich dir passt und gefällt. Ja, kommen wir zur nächsten Frage von Throne. Hallo Robert, wir haben letztes Jahr in Bensheim eine Partie gespielt und ich wollte fragen, ob du immer noch so mit Weiß auf Eröffnungsvorteil spielen würdest. Wenn ja, wo hat Schwarz eine Ungenauigkeit begangen? Er gibt hier die Stellung und die Variante, die bei uns aufs Brett kam. Gruß und wann kommt der GM-Titel? Thrawn. Zunächst einmal, wann der GM-Titel kommt, kann ich nicht sagen und könnte ich es, dann würde ich es sofort machen und mich schon auf den Tag freuen und mir 10 Kalender kaufen und den immer rot markieren in jedem von diesen. Was zu unserer Partie zu sagen, fällt mir deutlich einfacher. Ich kann mich an die Partie erinnern und ich habe die Partie, muss ich gestehen, verloren aus Versicht, weil ich einen Bauern eingestellt habe und mein Gegner das relativ gut verwertet hat. Aber ich werde hier trotzdem erzählen, was ich von der Variante halte. D4, es war ein Schotte, den ich hier mit Weiß gespielt habe. Ich muss sagen, ich bin wahrlich kein schottischer Experte, eigentlich aus weiß ich, und habe es nur einige Male auf dem Brett gehabt. Aber trotzdem kann ich natürlich was zu dieser Variante sagen. Springer F6
Springer schlägt C6, BC6, E5, Dame E7, Dame E2. Springer D5, C4, das hatten wir schon mal in diesem Video. Und hier spielt aber mein Gegner den anderen älteren Hauptzug, Läufer nach A6. Und ich spielte Springer D2, G6, Springer F3, Läufer G7, Läufer G5, ist alles bekannt. Tausch, Tausch. Und diese Stellung führt hier mein Gegner auf dem Brett auf, die bei uns auf dem Brett stand. Und nach Läufer E3, D6, Springer D2, C5. Jo, ich kann zu der Stellung sagen, Schwarz steht hier in Ordnung und hat hier einfach Ausgleich. Das bedeutet, dass diese Stellung nichts taugt für Weiß. Und ich glaube allgemein, dass die Variante, die du gespielt hast, Ron, relativ gut ist eigentlich und ein guter Ausgleichsweg im Schotten ist. Was ich dazu sagen kann, was ich probieren würde, ist vielleicht eine Idee von Anish Giri, der hier auf der Olympiade gegen Lenier Dominguez gespielt hat. Er hat zwar nicht gewonnen, aber interessante Idee gehabt. Springer D2, 15. C5, Läufer F3, D6, Turm E1. Und hier spielte Dominguez schon ungenau Turm DE8. Und nach Läufer H6 hatte die holländische Nummer 1 Vorteil. Und ich glaube, das ist auch grundsätzlich der Weg, um Vorteil zu suchen. Nach Turm E1, Turm E8, D6 in dieser Stellung, die wir auf dem Brett hatten, kann man hier auch Springer D4 versuchen, aber es sollte nicht allzu viel sein. Vielleicht ein kleines bisschen besser. Aber aus praktischer Sicht denke ich, dass Schwarz hier völlig in Ordnung steht. Das bedeutet, die Idee von Anish Giri kann man hier versuchen. Oder eben statt Springer D2 den Zug B3, G6 und die Idee von Nepomniachtchi F2, F4, gefolgt von Dame F2. Das sind auch Versuchsmethoden auf Gewinn zu spielen. Aber ich glaube, dass dein Repertoire aus schwarzer Sicht hier mit dieser Variante relativ gut ist. Und wenn sie Dominguez vor etwa 4 bis 5 Monaten selbst mit Schwarz gespielt hat, sollte es ein gutes Zeichen sein für dich. Und ja, die Variante ist gut. Und ja, ich denke, ich konnte dir helfen, aber es ist einfach nicht allzu viel für Weiß. Und das war auch eine Schnellschachpartie, wo ich versucht habe, irgendwas Neues auszuprobieren und es mir nicht gelungen ist und nach hinten losging. Aber naja, ich hoffe, zu der Frage konnte ich genug beisteuern. Und wir kommen zur nächsten Frage von Anzi, der fragt: Hallo Robert, was hältst du von E4, C6, D4, D5, E5, Läufer F5, C4 mit der Idee, die weißfeldigen Läufer zu tauschen und mit F2, F4, F5 anzugreifen. Vielen Dank, Andreas. Ja, was kann ich dazu sagen? E4 und hier dieser Zug C7, C6. D4, D5, E5, Läufer F5 und C4. Ja, grundsätzlich denke ich, das System verspricht nichts für Weiß. Wenn du das spielst, kannst du es gerne weiterspielen und es ist nicht schlecht oder so etwas. Aber ich glaube, Weiß kann hier auf keinen Eröffnungsvorteil hoffen und Schwarz hat hier mit mehreren Möglichkeiten gezeigt, wie er dagegen ankämpfen kann. Ich glaube, es ist nicht besonders gut und wenn du hier die Weißfelder tauschen willst, solltest du hier H4 spielen und nach H5 Läufer D3 ziehen. Dann kannst du hier ohne die Weißfelder spielen und den Läufer nach G5 stellen. Springer F3, Springer D2, B3, C4, kurz rochieren. Das System ist gut spielbar. Ansonsten ist hier natürlich der absolute Hauptzug Springer F3, der vermutlich den Schwarzen vor die größten Probleme stellt und vielleicht einen kleinen Eröffnungsvorteil bietet. Was kann ich zu deinem System sagen? C4 wird mit E6 beantwortet und nach Springer C3 hat Schwarz die Auswahl, ob er hier diesen Gaul hier bewegt oder diesen Gaul. Das ist geschmacklich bedingt. Zum Beispiel nach Springer D7 kann Weiß hier CD5 spielen und hier die weißfeldrigen Läufer tauschen, wie du es erwähnt hattest. Und nach Springer E7, Springer E2, Springer C6. Denke ich aber nicht, dass Weiß hier irgendetwas hat und auch nicht wirklich mit F4 5 fortsetzen kann. Ich glaube, Schwarz steht hier einfach angenehm und Weiß hat keine besonders aktiven Perspektiven in dieser Stellung.
Was kann ich sagen zu Springer E7? Was ich übrigens denke, ein bisschen genauer ist, kann man hier mit A3 fortsetzen, aus weiß ich, das machen eigentlich alle. Und hier denke ich, sollte Schwarz auf C4 den Bauern schnappen. Läufer C4, Springer D7, Springer E2, Springer B6, Läufer B3, Springer E nach D5, Springer G3, Läufer G6, H4, H5, H6, H5, Läufer A7, Springer E4 und hier einfach Läufer E7. Ich denke, Schwarz steht hier auch völlig in Ordnung und sollte allzu große Probleme in dieser Partie nicht bekommen. Ja, ich glaube, C4 ist einfach ein wenig zu früh und ja, dieser Zug C4 ist zwar typisch in Karo-Kann, aber normalerweise wird er in solchen Stellungen ungefähr gespielt. Ich kann ein Beispiel geben. H6, Springer B3, sagen wir Läufer G6, Läufer A4, Springer 5, A5, A6 zum Beispiel, Läufer D2, Läufer E7, Turm C1, kurze Rochade und hier wird eben oft C4 gezogen. DC4 und hier Läufer C4. Aber die Stellung ist eben anders und ja, Weiß hat hier schon Raum am Damenflügel ergriffen. C5 wird immer mit D5 beantwortet, also so muss es zumindest Weiß hinbekommen. Und ich glaube, also hier konkret vielleicht nicht, aber Weiß sollte es so hinbekommen. Und ja, ich glaube, das System mit C4 ist spielbar und nicht schlecht, aber bietet keinen Eröffnungsvorteil für Weiß. Und ja, also du solltest hier dich vielleicht nach einem anderen System umschauen, wie H4 oder eben Springer nach F3. Ja, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet und wir kommen zur nächsten Frage von Dive by Zero. Hallo Robert, ist gegen den super beschleunigten Drachen E4, C5, Springer F3, G6 der Zug H4 brauchbar? Ja, kommen wir zur Frage von Dive by Zero. E4, muss ich mir den Zug C5 hier raussuchen? C5, sizilianisch. C5, Springer F3 und hier der Zug G7, G6 und hier der Vorschlag von Dive by Zero H4. Ehrlich gesagt, als ich hier die Frage gelesen habe im Chat, wollte ich einfach kurz und knapp antworten mit Nein, der Zug sieht schlecht aus und ist schlecht. In Wahrheit habe ich dann mich entschlossen, diese Stellung ein wenig zu analysieren und ich muss sagen, der Zug ist spielbar und nicht so schlecht, wie ich dachte. Es gibt allerdings ein paar Nachteile vom Zug H2, H4. Zum Beispiel, in der Hauptvariante, wenn Schwarz hier diese Stellung spielt, spielen alle Weißspieler Läufer E2, um dieses Springer G4 zu verhindern. D6, F3, Kurzrochade, Dame D2, kann Schwarz hier mit Springer schlägt D4, Läufer schlägt D4, Läufer E6, Langrochade, Dame A5, König B1, Turm FC8, eine recht aussichtsreiche Stellung erhalten, Turm AB8, B5 folgt und die Stellung ist relativ aussichtsreich aus schwarzer Sicht. Außerdem kann Schwarz hier statt Springer schlägt D4 D5 spielen und in dieser Stellung sollte Weiß ausgeglichen stehen und Schwarz sollte hier irgendwie mit F6 hebeln können. Aber das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Also ich denke, Springer schlägt D4 ist schon das Beste. Es gibt die Alternative, statt Rochade hier Läufer D7 zu ziehen und die Rochade erstmal nicht zu machen. Und eben so auf Gewinn zu spielen. Aber hier, nach Springer DE2 hat Weiß auch etwas Vorteil. Und ja, ich denke, dass die Variante ganz gut ist für Weiß, wenn eben das hier nicht wäre. Dieses Springer D4, Läufer D4, Läufer E6, Rochade, Dame A5, König B1, Turm C8. Ich kann mal kurz erklären, warum diese Stellung nicht unbedingt gut ist für Weiß. Oder beziehungsweise keinen Vorteil verspricht. In der bekannten Drachenvariante D6 kann man hier dieses System erreichen und wie in der Videoserie von meinem guten Freund Jan-Christian Tröder gezeigt wird, hat eben in dieser Stellung, die wir auch im anderen System mit dem Einschub H4, H5 und Läufer E2 bekommen, Weiß den Zug König B1. Und hier ist es natürlich H4, H5 kein
schlechter Einschub für Weiß, aber Läufer E2 bringt Weiß eben überhaupt nichts. Und hier ist König B1 sehr, sehr stark, um eben Dame A5 zu parieren und Dame A5, Springer D5 zu spielen und hier diesen Bauern zu schnappen. Oder eben nach Dame A5 Läufer F6 zu spielen und so fortzusetzen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, bei dem System mit H4 haben wir die Möglichkeit nicht. Und okay, im Drachen muss Weiß also König B1 spielen und Schwarz setzt mit Dame C7 fort in der Praxis. Und in dieser Variante hat also der Schwarze die Möglichkeit, die Dame sofort nach H5 zu stellen, sofort Turm FC8 zu machen und kein Tempo zu verlieren. Und wird mit Turm B8, B5 folgen und Weiß braucht hier etwas Zeit, um G4 vorzubereiten. Deswegen würde ich sagen, dass die Variante mit H4 nicht besonders viel bringt und ich würde hier dringend empfehlen, D4 zu spielen. Nach CD4 kannst du dir jetzt aussuchen, ob du hier diese Variante spielen willst mit Dame schlägt D4, E5 und Dame nach E4 oder ob du einfach nach Springer schlägt D4, Springer C6, entweder den Marocchi-Aufbau wählst mit C4 und Läufer E3 oder hier Springer C3 spielst und eben in diesen beschleunigten Drachen gehst. Ja, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Also H4 ist nicht besonders schlecht, aber auch nicht besonders gut. Also es ist spielbar, aber sollte eben keinen Vorteil verschaffen aus weißer Sicht. Ja, kommen wir zur nächsten Frage von Mr. NiceGuy92. Hallo Robert, ich stelle im Moment ein E4-Repertoire zusammen und bin bei Russisch etwas stutzig geworden. Genauer gesagt, nach E4, E5, Springer F3, Springer F6 und so weiter und so fort. Eigentlich möchte ich nach dem Standardzug D6, Springer F3, Springer steht E4, Springer C3 fortsetzen. Aber erscheint dies in obiger Variante schwierig und es wirkt fast, als würde Schwarz mangels besserer weißer Alternativen mit seinem Damenzug in eine der Hauptvarianten voll fünftens D4 überleiten können, wenn er Dame D8 und D5 zieht. Sieht komisch aus, aber verliert ja kein Tempo. Zu meiner Frage, wenn Schwarz auf diese Art und Weise scheinbar in Varianten gelangen kann, die als vollkommen okay gelten. Warum wird dies nicht öfter gemacht, um Springer C3 auszuweichen? Und was würdest du für Weiß nach so etwas wie Dame E7 empfehlen? Ich hatte wenig über drittens D4 gebrütet, aber auch das scheint etwas zahnlos. Ja, kommen wir zu dem System, was hier Mr. NiceGuy92 oder 92 meint. Und das ist hier nach E4, E5, Springer F3, der Zug Springer F6 wieder einmal. Anscheinend haben viele Probleme mit Petrov oder Russisch. Und hier will also Mr. NiceGuy Springer schlägt E5 spielen und nach D6 Springer F3, Springer E4, Springer C3. Das ist einer der zwei großen Hauptvarianten, Springer C3. Der andere große Zug ist eben der Zug D2, D4, den hier Mr. NiceGuy nicht spielen will. Ich trinke zuerst einen Schluck Wasser, bevor ich fortsetze. Ja, zu seiner Frage. Nach Dame E7 drittens glaubt er, dass Weiß hier etwas Probleme bekommt, in die Springer C3-Variante zu gehen. Dazu kann ich Folgendes beisteuern. Ich glaube, nach Springer F3, Springer schlägt E4, Läufer E2, D5. Kurze Rochade kann Schwarz nicht das System erreichen, was du meinst. Denn nach Dame D8, D4 und dem Zug Läufer E7 oder dem Zug Läufer nach D6 erreichen wir eine Stellung mit Tempo weniger. Denn wenn du das hier abgleichst mit der Hauptvariante hier nach dem Zug D4, D5, stellt hier Weiß zwar seinen Läufer nach D3, aber Schwarz schafft nach Läufer D7, E7 oder Läufer D6 hier die Rochade und wir sehen hier diese Stellung. Und in dieser Stellung hier, die du hier meinst, hat Schwarz also nicht rochiert. Ja, der Läufer steht auf E2, aber ich denke, das ist es nicht wert, hier dieses Tempo zu verlieren und man kann hier mit Springer BD2 fortsetzen oder mit dem aktiven C4 und Weiß sollte hier keine Probleme bekommen. Und wenn Schwarz auf die Idee kommt, hier statt Dame nach D8
Läufer E6 zu ziehen, setzt hier Weiß ruhig mit Turm E1 fort, Springer C6, D3, Springer nach F6, D4, Langrochade und Läufer B5. Und Weiß hat hier schon einen sehr großen Vorteil. Deswegen Dame E7 kein besonders interessanter und auch kein besonders starker Versuch. Wie gesagt, Springer zurückziehen, Läufer E2 spielen, D5, Rochade und ja, Läufer E6 ist hier ein Versuch. Oder hier nach Dame D8, wie du es selber sagst, kann hier Weiß D4 spielen und hat hier einfach ein Tempo gewonnen. Und Weiß ist nicht verpflichtet, hier den Zug Läufer D3 zu spielen, denn hier würde er natürlich in die Hauptvariante überleiten, aber er kann hier auch C4 spielen oder den Zug Springer C3 oder den Zug Springer BD2. Aber ich würde vermutlich zu C4 greifen. Und ja, Schwarz hat nicht rochiert, Weiß hat ein Tempo mehr. Und das sollte ganz in Ordnung sein. Seemann fragt, ob D3 Sinn macht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, an welcher Stelle er es meint. Deswegen werde ich hier nochmal fortsetzen. Es tut mir leid, Seemann, aber ich kann jetzt nicht auf deine Frage antworten, weil du dich die Zugnummer gespielt hast. Gesagt hast. Nächste Frage von Padawan owns you. So. Hallo Robert, mich würde deine Meinung aus schwarzer Sicht zu folgender Variante im Katalan interessieren. D4, D5, C4, E6 und so weiter und so fort. Finde 8 zu Läufer G5 aus schwarzer Sicht am unangenehmsten. Wie würdest du darauf reagieren? Gibt es andere Möglichkeiten für Weiß, die du als schwierig für Schwarz einschätzen kannst? Ja, kommen wir zur Frage von Padawan owns you. D5, C4, E6 und hier eben Springer nach F3, Springer F6, G3, Läufer E7, Läufer G2, Rochade, DC4, Dame C2. Und hier fragt sich Padawan owns you, was hier der Zug B6 dem Schwarzen bietet. Ja, der Hauptzug ist hier natürlich A7, A6, nicht A5, das sollte man nicht machen, A6, der auch in der Videoserie von Jan empfohlen wird, aber B6 ist ein bisschen zum Trend geworden und wird auch ab und an mal gespielt. Die Idee ist es, nach dem Zug Springer E5 Dame schlägt D4 zu spielen und die Qualität zu opfern. Zunächst einmal zum Zug, den du unangenehm findest. Achtens Läufer nach G5. Ich glaube, er bietet keine allzu großen Probleme aus schwarzer Sicht. Ich glaube, man kann hier mit Springer D5 ganz gut reagieren. Läufer schlägt D7, Dame schlägt D7 und hier hat Weiß zwei Möglichkeiten. Entweder er macht Springer BD2, dann spielt man Läufer nach A6, Springer C4, Springer D7, Turm C1, Turm C8, Dame A4 und der schwarze weißfeldrige Läufer wird angegriffen. Springer geht nach B8. Und hier nach E4, Springer B4, sieht die schwarze Stellung etwas verdächtig aus. Aber man sollte nicht vergessen, dass hier B5 droht. Und nach Dame B3, C5 sollte Schwarz keine Probleme haben. Und hier ausgleichen. Deswegen ist Springer BD2 kein Versuch. Dame schlägt C4 ist hier etwas interessanter. Aber hier auch Läufer A6, Dame C2, Springer D7 und hier Springer C3. Tausch BC3, Turm AC8. Mit der Idee C5 gleicht hier aus. Turm F1, C5 und das ist Ausgleich. Wenn Weiß hier Turm E1 sofort versucht, folgt Turm A, C8, E4, Springer B4, Dame A4 und wieder typisch Springer nach B8. Ja, es wird C5 vorbereitet, der hier auch folgt, Springer F5, C5, A3, B5 hier wichtig, Dame D1. Und nach diesem Abtausch denke ich, dass hier die Stellung für Schwarz völlig in Ordnung ist. Deswegen denke ich, nach Läufer G5 ist es wichtig, sich im Prinzip zu merken, ja, Springer D5, Weiß muss hier tauschen natürlich und hier der Zug Läufer 6 und einfach die typische Idee, Springer nach D7, Turm C8 und oft Springer zurück nach B8, um diesen Läufer hier zu verteidigen und dann C7, C5 und Schwarz sollte keine Probleme haben. Ja, ich habe mir noch Springer nach E5 angeschaut.
Aber hier hat Schwarz Ausgleich, Dame D4, Läufer 8, Dame E5. Und hier drei Versuche habe ich mir angeguckt. Zwei Versuche habe ich mir angeguckt. Läufer G2 ist eine Option. Aber hier Springer D5, Dame C4, Läufer 6. Und komischerweise, auch wenn Weiß eine Qualität mehr hat, ist dieses Endspiel völlig in Ordnung für Schwarz. Und Weiß hat hier überhaupt keinen Vorteil. Und wenn Weiß Läufer nach F3 versucht in dieser Stellung, kann Schwarz hier mit Springer D5 ebenfalls fortsetzen. Dame C4, Läufer 6 und hier nach Dame A4, C7, C5 mit völligem Ausgleich. Ja, was habe ich mir noch angeguckt hier? Der Zug Dame schlägt C4 ist selbstverständlich möglich, aber hier kann Schwarz den Läufer in aller Seelenruhe nach B7 entwickeln. Läufer F4, C5 und ja, DC5, Dame C8, eine sehr starke Idee von dem leider verstorbenen Ivan Bukavschin. Und Springer D2, Dame C5 ist hier einfach Ausgleich in der Partie Leko Bukavschin. Springer C3 ist die letzte Alternative und hier folgt Springer D7, Turm D1, C5, DC5, Läufer C5, Läufer G5, Turm C8 und nach Dame F4 ruhig Dame E8 und Weiß sollte hier überhaupt gar keinen Vorteil haben. Also ich denke, dass die Variante mit B6 relativ spielbar für Schwarz ist und ja, zu unausgeglichenem Spiel führt. Wenn du solider spielen willst, wie gesagt, greif hier zu A7, A6. Aber B6 ist durchaus spielbar und eine sehr interessante Idee. Nächste Frage von Chess Costly. Hallo Robert, was spielt man gegen insbesondere schwächere Gegner in der Französisch-Abtauschvariante, um die Wahrscheinlichkeit eines Remis zu verringern? Aus Sicht von Schwarz, gibt es Möglichkeiten, Heterogenitäten zu schaffen, ohne dafür schnell mal bestraft zu werden? Vielen Dank. Ja, ich bin ja auch Französisch-Spieler und will auch ab und zu mal gewinnen. Und das gleiche Problem wie du habe ich natürlich auch schon erlebt, dass man genervt ist von Abtauschspielern. Du meinst hier vermutlich den Zug Läufer D3 und ich kann dir hier zwei Möglichkeiten geben, wie man Heterogenitäten schaffen kann und ich werde dir noch eine allgemeine Regel mit auf den Weg geben. Und zwar, die erste Heterogenität, die du schaffen kannst, ist der Zug C5. Du gehst in die Solani-Stellung nach DC5 und Läufer C5. Und spielst also hier mit isoliertem Damenbauer auf dem Feld D5. Das ist eine Option, die auch schon von vielen Spielern angewandt wurde, hier um mit Schwarz auf Gewinn zu spielen. Wenn dir das nicht gefällt und du keine Isolanis magst und Freund von solcher Strukturen bist, dann empfehle ich dir hier den Zug Springer nach C6, der hier sofort D4 angreift und eben ein Ungleichgewicht schafft, weil Weiß hier nicht Springer C3 spielen kann. Das folgt normalerweise C3. Läufer D6, Springer F3, Springer E7, Rochade, Läufer G4, Turm E1, Dame D7, Springer D2 und lange Rochade, ganz wichtig. B4, Springer G6, Dame A4, König B8. Das ist eine Partie von Georg Meyer, der hier nach Läufer F5, D5, D4, C4, Springer F4 die Partie im Nachhinein für sich entscheiden konnte und da er ein großer französischer Experte ist, würde ich auf seine Partien grundsätzlich achten. Wenn dir Springer D6 auch nicht gefällt und du Läufer D6 spielen willst, gebe ich dir noch eine Regel mit auf den Weg. Und zwar, wenn Weiß seinen Springer auf E2 stellt, sollte Schwarz in der Regel seinen Springer auf F6 stellen. Und umgekehrt Springer F3, Springer E7. Das bedeutet, wenn der Springer auf die zweite Reihe kommt, Springer auf die sechste und wenn der Springer auf die dritte kommt, Springer auf die siebte. Ich hoffe, ich habe hier mit drei Wegen versucht, deine Frage zu beantworten und du kannst mit Französisch Abtausch aus schwarzer Sicht gegen schwächere Gegner punkten. Nächste Frage von Chessfan123. Hallo Robert, ich habe jetzt nimm zu indische Verteidigung gelernt gegen Erz D4. Ich habe oft Probleme, wenn die Gegner die Zuckertort-Variante spielen, also mit D4, Springer F3, E3, B3,
Läufer B2. Was soll ich gegen diese Variante spielen? Welcher Aufbau von Schwarz ist hier am besten? Vielen Dank für die Mühe. Ja, welcher Aufbau ist am besten? Das ist immer eine sehr gute Frage, aber versuchst du zu beantworten. Ich nehme mal an, dass du nach zweiten Springer F3 den Zug E6 ausführst, da du nimmst, so in den Spieler bist. Und hier nach E3 würde ich dir ans Herz legen, den Zug D5 zu spielen. Läufer D3, C5, B3, Springer C6 und hier einfach diesen Aufbau zu wählen, den hier schon etliche bessere Spieler als ich oder du gespielt haben. Nach Springer D2 der Zug Dame E7, Springer E5 nehmen und hier dieses Läufer A3, das sollte man sich merken. Den Läufer von B2 wegtauschen, es wird getauscht und nach C3 nehmen, Springer D7 und Weiß sollte hier keinen Vorteil haben. Alle machen hier Turm E1. Wieso? Weil F4, der hübsch aussehende Zug, leider an Dame C5 Schach, König H1, Dame schlägt C3 scheitert. Und ja, wenn dir das nicht gefällt, kannst du hier den Zug C5 spielen. Läufer D3, B6 und in solch einen Aufbau gehen. CDED, D6, C4, Springer D7, Turm E1, Turm E8, Turm C1, Turm C8. Und das ist auch in Ordnung mit der Idee, dann Dame C7, Dame B8 und Dame A8 zu spielen. Aber ich glaube, dass die Stellung ein wenig unangenehm für Schwarz ist und deshalb würde ich dir eben dieses D5 hier empfehlen, klassisch zu spielen und auszugleichen. Ich hoffe, es hat deine Frage beantwortet und wir gehen weiter zur nächsten. Pikachu, der Schachspieler, der hier auch im Chat aktiv ist, fragt: Hallo Robert, mich interessiert zurzeit die sizilianische Verteidigung. Ich wollte fragen, für welche Spieler sind allgemein die Züge zweiten D6, zweiten C6 und zweiten Springer C6 geeignet? Also jetzt im offenen Sizil. Wie würdest du allgemein die Chancetypen nach jeder dieser Fortsetzungen beschreiben? Wie sieht das mit Theorieanteil aus? Welche dieser Fortsetzungen spielst du oder würdest du spielen? Ja, das ist auch so eine Frage, wo ich nur schwer eine konkrete Antwort geben kann. Aber ich versuch's. Ja, also zunächst einmal, sizilianisch ist natürlich eine theorielastige Eröffnung. Und es ist im Prinzip nicht einfach, dagegen wenig Theorie zu haben. Aber ich würde als Anfänger an deiner Stelle hier diese Variante ans Herz legen. Die Teilmann-Variante, dazu gibt es auf Chess24 eine Videoserie von GM Robin van Kampen, der hier den Teilmann auf Sizilianer aus schwarzer Sicht sehr gut behandelt hat. Das würde ich dir aufs Herz legen. Es ist nicht allzu viel Theorie in den meisten Varianten. Es gibt ein bis zwei Varianten, wo man einiges wissen sollte, aber in den anderen Varianten kann man nach typischen Stellungsbildern spielen. Schwarze 3, Dame C7, übrigens hier die Fortsetzung. Hier gibt es auch nicht zu viele Züge. Läufer E3, Läufer E2 und G3. Ich glaube, es gibt hier noch Dame D3, aber das ist nicht ernst zu nehmen. Besonders, also ist spielbar, ist nicht schlecht, aber kein Zug, der dir oft begegnen wird. Und es gibt hier, glaube ich, noch F4. Also G3, F4, Läufer E3, Läufer E2. Schon mal 4 Züge. Und das sollte dir ganz gut gefallen. Ansonsten würde ich hier D6 empfehlen und die Richter-Rauser-Variante. Hier gibt es im Prinzip die klassische Variante. Hier ist es so, dass Weiß hier im Prinzip so gut wie immer Läufer G5 spielt und sonst gibt es nur noch Läufer C4 und Läufer E2. Und ich glaube, das könnte dir auch gut liegen. Ich persönlich spiele Neidorf, aber das ist im Prinzip sehr, sehr viel Theorie. Und würde ich dir nicht empfehlen. Obwohl es eine sehr gute Eröffnung ist, aber es ist viel zu lernen. Ja, sind sie in der DVD von Kenneth Nansen auf Chessbase, habe ich mir nicht angeschaut, aber ich habe gesehen, dass sie existiert. Ja, was soll ich dazu sagen? Sagen es mal so, es beraubt nicht unbedingt meinen Atem, aber es ist bestimmt
eine spielbare Eröffnung. Kommen wir zur nächsten Frage von Gora Rock. Hallo Robert, in der Seemenschwente des Königsdinners wird nahezu ausnahmslos Läufer E3 und selten Läufer G5 gespielt. Ich dachte mal, es sei, um C5 zu verändern, aber das Gambit ist ja ganz gut spielbar für Schwarz. Also wieso nicht Läufer G5? Und falls noch eine zweite Frage zeitlich möglich ist, welchen Plan würdest du Weiß gegen Alt-Indisch empfehlen? Vielen Dank für dein Engagement bei Chess24 und Grüße aus Frankfurt. Grüße zurück. Ich bin auch Frankfurter. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage. Also, zunächst mal im Königsinder, im Seemisch-System nach F3. Kurz gerade fragt sich hier Gorak Rock, warum Läufer G5 keiner zieht. Ich glaube einfach, weil Schwarz mehrere Wege hat, hier gut zu stehen. Und zwar C5 ist wiederum ein Weg, D5, E6. Und hier in diese Benoni-artige Stellung überzuleiten, wo einfach der Läufer auf G5 falsch platziert ist. Ich glaube, der Läufer würde hier auf E3 deutlich besser stehen. Und außerdem ist hier der entscheidende Unterschied, eben den du anmerkst, dass hier nach C5 eben der Bauer nicht gewonnen wird. Und ja, es ist im anderen System spielbar für Schwarz, aber alle Semispieler nehmen diesen Bauern doch auf C5 weg und versuchen zu beweisen, dass sie Vorteile haben. Und Läufer G5 ist eben gar nicht möglich und das C5-System ist hier nochmal besser. Deswegen Läufer G5 nicht unbedingt zu empfehlen für Weiß. Es ist kein schlechter Zug, aber ich würde es nicht spielen. Und zum Alt-Inder kann ich sagen, dass ich hier den Aufbau mit E4, E5, Springer F3, Läufer E7, Läufer E2, Roche Ade, C6, Läufer E3 empfehlen würde. Figur entwickeln, immer logisch, A6 und hier D5, der absolute Hauptzug. Wenn Schwarz hier die Stellung mit C5 schließt, überführen wir den Springer nach D3 und sollten hier gut stehen. Und wenn Schwarz also D5 nimmt, nimmst du zurück, B5 und Springer D2, Springer B6, A4, was nach B4, A5 wieder Vorteil garantieren sollte. BC3, Läufer B6, dieser Bauer fällt und Weiß steht auf Gewinn. Also nach B4, A5 folgt normalerweise Springer nach D7 und ja, in dieser Stellung nach Springer A4 stehst du einfach sehr, sehr gut. Und der Alt Inder ist nicht besonders populär und wird auch nicht oft gespielt. Ja, damit habe ich, denke ich, deine Frage beantwortet und wir kommen zur nächsten. Von Awake. Hallo Robert, im Tarasch-Franzosen mit dritten Springer F6. Aus schwarzer Sicht sehr unangenehm scheint. Gibt es eine Variante, die aus schwarzer Sicht sehr unangenehm scheint? Er gibt hier die Variante an. In dieser Stellung ist der meistgespielte Zug von Weiß Läufer nach G5, welches mehr oder weniger die Hauptvariante darstellt. Jedoch spielen immer mehr Leute an dieser Stelle H3, womit sie einen sehr harmonischen Aufbau anstreben mit folgendem Läufer E3, Turm E1, Turm C1 und so weiter. Eine Musterpartie aus schwarzer Sicht spielte David Navarra 2015 in Weig gegen Bart Michels. Dieser hat Navarra in der Mega kommentiert und gibt an, dass Weiß besser steht, solange E6, E5 unterbunden wird. Da dann der weiße König sicherer und die weißen Figuren besser seien. Hast du Ideen, was Schwarz machen kann, um Spiel zu bekommen und wo man Michels verbessern könnte? Wäre über Hilfe sehr dankbar. Gruß Awake. Ja, ich muss zunächst sagen, ich will dir dein Repertoire nicht unbedingt, also ich will nicht sagen, dass ein Repertoire schlecht oder so etwas ist, aber irgendwie war ich nie ein Freund von Springer D2, Springer F6 aus schwarzer Sicht. Ich weiß nicht, ich glaube einfach, dass diese entstehende Struktur irgendwie muss es doch möglich sein, für Weiß seinen kleinen Vorteil zu bekommen. Also ich weiß nicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass Schwarz dynamisch gesehen Kompensation hat, aber irgendwie fand ich es immer ein wenig unnötig, diese Bauernkette hier zuzulassen. Ich habe immer mit C5 reagiert unter dem Zug Läufer nach E7 und irgendwie nie so richtig an Springer F6 Ausgleich geglaubt. Aber natürlich ist es der Hauptzug oder einer der Hauptzüge und er ist schon zigmal oder
tausende Mal gespielt worden und bestimmt kein schlechter Zug und das, du musst nicht unbedingt auf meine persönliche Meinung hören. Deswegen werde ich hier versuchen, was vorzuschlagen. Aber ich weiß, ich habe Wind bekommen von diesem Setup hier mit H3, Läufer nach E3, Turm C1, Turm E1 und Weiß hat hier sehr guten Score. Ich habe es versucht bei einer relativ großen und hohen Tiefe mit einer sehr guten Engine zu analysieren und kann die folgende Variante anbieten, die allerdings keine besonders großen Gewinnchancen für Schwarz bietet. Ich hoffe aber trotzdem, dass zu Ausgleichszwecken das in Ordnung ist. Also nach Läufer E3 solltest du hier Läufer D7 ziehen. Und nach Turm C1 kam mir sofort die Idee, den Zug, der nicht am öftesten gespielt wird, nämlich Läufer nach E8 auszuführen. Und nach Läufer E8 spielen alle Spieler Springer G5, Dame E7 und F4. Und hier würde ich dir einen Zug vorschlagen, der, glaube ich, nicht gespielt wurde bislang oder nur einmal gespielt wurde. Weiß ich nicht, ganz in Ordnung. Ganz nebenbei, Torjäger fragt, ob drittens A6 spielbar ist für Schwarz gegen Springer D2. Es ist spielbar, aber vermutlich leichter Vorteil für Weiß. Zurück zu der Stellung. Nach F4 empfehle ich dir den Zug Springer nach B4. Der Computer will hier, wie wahrscheinlich auch jeder Mensch, Läufer B1 ziehen und diesen Weißfelder nicht geben will. Nach A3 ist natürlich klar, dass diese Stellung sehr, sehr gut für Schwarz ist. Der Läufer aktiviert sich und Schwarz steht super. Deswegen Läufer nach B1. Und hier empfehle ich dir den Zug, der vielleicht nicht unbedingt auf der Hand liegt, aber hier von der Engine vorgeschlagen wird. Das ist nicht meine eigene Idee, aber es scheint danach, als würde alles zu funktionieren. Springer nach E4. Kurz nochmal dazwischen. Libby fragt, ob D schlägt E4 drittens möglich ist. Ist möglich. Rubinstein-Variante. Anderes Thema. Zurück zu dieser Stellung. Springer E4. So. Und okay, wenn Weiß hier also mit dem Läufer nimmt, sieht das schon sehr, sehr grausam aus. Das würde kein Spieler machen. Und der Computer auch nicht. Der versteht das und nimmt hier mit dem Springer. Und man nimmt hier zurück, Läufer E4 und schlägt hier auf H2. Und komischerweise, ja, die Stellung sieht sehr merkwürdig aus, aus schwarzer Sicht. Aber es klappt einfach alles. Turm A1, Springer B4 und okay, es könnte der Gedanke kommt, dass E6 hier sehr schwach ist, aber D4 ist auch nicht besonders stark. Der Läufer ist hier auch schwach und nach Springer C3 spielt hier Schwarz den Zug. Läufer nach C6 und ich glaube nach Läufer C6, BC6 sollte Schwarz völlig in Ordnung stehen. Wir haben hier diese Bauern zum einen schwächen, zum anderen kontrollieren sie das Zentrum. Der Springer wird nach D5 kommen. Der Läufer des Weißen ist nicht besonders stark hier auf E3, eher schwach, wird hier von diesen beiden Bauern sozusagen versperrt. Der König auf G1 ist nicht besonders stark und der König des Schwarzen steht hier in Ordnung. Die weißen Felder im weißen Camp sind relativ schwach. Und ich glaube, dass hier diese Sequenz mit Springer E4, Springer schlägt E4, D schlägt E4, Läufer E4, Springer A2 komisch aussieht. Ja, das dachte ich auch, aber sie funktioniert einfach und ich werde sie dir vorschlagen und muss sie dir vorschlagen. Ansonsten habe ich hier statt Läufer nach E8 im Zug, im 14. Zug, Turm E8 analysiert, aber das ist, glaube ich, Vorteil für Weiß. Springer G5, F4, der typische Plan, hier E5 zu verhindern. Und Weiß sollte hier einfach angenehmer stehen. Deswegen Läufer E8. Aber ich muss trotzdem sagen, das Setup für Weiß ist ein bisschen unangenehm für Schwarz. Aber ich glaube, mit der Variante solltest du Erfolg haben und ja, ohne Probleme ausgleichen können. Ansonsten würde ich dir ans Herz legen, dir vielleicht drittens C5 anzuschauen. Ich bin da ein bisschen mehr Fan von und finde einfach, dass es ein wenig unnötig ist, diese Schwächen hier für E6, D5 zu schaffen. Ich würde das persönlich umgehen. Aber es ist vermutlich Geschmackssache und ich wünsche dir viel Erfolg mit meiner Empfehlung. Als Alternative will ich aber noch sagen, dass statt Dame C7 der Zug Kurzrochade zu Ausgleichszwecken auch sehr gut spielbar ist. Und nach Läufer F4 dieses Springer H5 nimmt Dame D2 und hier Läufer D7, Dame E3. Springer F4, denke ich, ist auch eine gute Ausgleichsvariante. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet mit meinem Hauptvorschlag und wir kommen zur nächsten Frage. Migtal fragt, hi Robert, erstmal einmal danke für deine beiden sehr guten Banter-Blitz-Shows. Danke.
Wie spiele ich am besten gegen den Grand Prix-Angriff? Spiele ich besser Läufer D7 oder Springer, wenn Springer D7, wenn Weiß auf B5 Schach gibt? Fernschattiere ich meinen Läufer oder spiele ich E6 und den Läufer nach E7? Yo, also zunächst mal muss ich sagen, das Diagramm, was du aufgebaut hast, ist schon relativ ungenau, Migtal. Und ja. E4. Kommen wir wieder zum Zug C7, C5, der sizilianisch einleitet. Muss ihn kurz finden. Zum Chat kann ich sagen, ja, Spielmann hat recht. Springer D5 folgt auf A3 und Schwarz steht sehr gut. Ich suche hier den Zug C5 und finde ihn. So, C5, Springer C3. Und hier ist schon der erste Zeitpunkt, wo ich im Prinzip wissen müsste, ob du nach zweiten Springer F3 hier D6 spielst oder Springer C6 oder E6. Denn wenn du hier zum Beispiel Springer C6 spielen solltest, kann es passieren, dass du nach Springer GE2 in einen anderen Sizilianer gelockt wirst. Zum Beispiel, du bist Neidorf-Spieler und spielst Springer C6 und es folgt Springer GE2. Du denkst dir nichts dabei und denkst, Weiß will hier mit G3 Läufer G2 HD4 versetzen, spielst hier ruhig D6 und es folgt D4. Und prompt bist du nicht im Neidorf, sondern in einem System mit Springer C6. Solltest du wiederum Springer C6-Spieler sein, so würde ich nicht, oder zum Beispiel Sveshnikov-Spieler, würde ich nicht mit D6 anfangen, weil dann kommt Springer F3 und du wirst wieder in einen offenen Sizilianer mit zweitens D6 gelockt. Ich nehme einfach an, du bist zweitens D6-Spieler und gebe dir eine Empfehlung, die sowohl mit Springer C6 als auch mit D6 spielbar ist. Und zwar nach D6, F4, Springer C6 und nach dem Zug Springer F3 würde ich hier G6 empfehlen. Den Läufer zu 4 ankettieren nach G7 und dieser Springer geht entweder nach E7 oder bleibt erstmal auf G8. Läufer C4 ist ein Zug und hier spielen wir das. Dieses System, was völlig in Ordnung für Schwarz ist. Und zu deiner Frage, bei Läufer B5 spiele ich hier Läufer D7, versuche hier die Doppelbauern zu vermeiden. Rochade, Läufer geht D7, D3 und hier A6. Nimmt, Dame 1, Dame D7. Sollte in Ordnung sein. Und hier kann man oft mit Springer H6, F5 fortsetzen. Und das System ist für Schwarz völlig in Ordnung. Deswegen, wenn du D6-Spieler bist, D6 machen. Wenn du Springer C6-Spieler bist, Springer C6 machen. Und dann D6 spielen. Und ja, nach Läufer C4 eben den Aufbau mit Läufer G7, E6, Springer E7. Nach Läufer B5, Läufer D7 und diesen Aufbau hier. Dame D7, Springer 6, F5 und oft kann man lang rochieren. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet und wir kommen zur nächsten. Von Easy Rider 27. Hi Robert, im Italienischen nach E4, E5, Läufer C4, um Petrov zu verhindern. Springer F6, D3. Kann Schwarz mit drittens C6, Springer F3, D5, Läufer B3, Läufer D6, Rochade, D4, D4, Rochade aktiv werden. Welchen Plan empfiehlst du hier für Weiß? Danke im Voraus, LG Till. So, kommen wir zu der Stellung, die hier Till meint. Und das ist nach E4. Der Zug E5 und hier will er Läufer C4 spielen. Wie Magnus Carlsen und will also Petrov verhindern. Und nach Springer F6, D3, C6, Springer F3, D5, Läufer B3, Läufer D6 befürchtet er nach Rochade hier DE, DE und aktives Spiel nach Rochade von schwarzer Seite. Ja, ich will dir ans Herz legen, hier Springer C3 zu ziehen statt Rochade und nach D4 kannst du hier mit Springer G5 fortsetzen und nach Rochade kommst du in eine ähnliche Struktur, aber gewinnst hier das Läuferpaar und solltest hier ein wenig besser stehen. Wenn dir Springer C3 nicht besonders gefällt, kannst du hier nach Rochade D4 Springer G5 ziehen und in diese Struktur übergehen, wo du
ein Springerpaar getauscht hast, was Weiß ein wenig zugunsten kommt, da du hier diesen Springer sowohl nach F3 als auch die Dame nach F3 stellen kannst. Und hier solltest du auch keine besonders großen Gefahren von Schwarz erwarten oder keine Angst haben vor Schwarz. Aber ich denke, Springer C3 ist sechstens der stärkste und sollte hier zu weißem Vorteil führen. Ich denke einfach nicht, dass Läufer D6 hier der stärkste ist. Ich glaube, Läufer B4 Schach ist hier der sauberste Ausgleich. Aber ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet und wir kommen zur nächsten Frage. Und die ist von Heiki12. Hallo Robert, erstmal ein großes Lob für deine Arbeit in den vergangenen Tagen. Ich würde es ja begrüßen, wenn Chess24 dich behält. Vielen Dank dafür. Nun zu meiner Frage. Ich plane, mich mit Nimzönisch und Damenisch gegen erstens D4 Geschichten zu wappnen. Wie kann ich, ohne noch wesentlich mehr Eröffnungstheorie zu lernen, auch erstens C4 und Springer F3 abdecken? Ja, es ist nicht so einfach, muss ich sagen. Und ich glaube, es gibt im Prinzip nur einen Ansatz. Also nach C4 würde ich empfehlen, Springer F6, also sagen wir mal Springer F3, B6 zu ziehen. Und hier würdest du nach G3, Läufer B7, Läufer G2, E6 in einen Damen-Inder kommen, falls du mit Läufer B7 spielen willst. Wenn du ihn nicht mit Läufer B7 spielst, sondern mit Läufer A6, hättest du hier ein Problem und müsstest hier zusatzweise Englisch lernen zum Beispiel oder andere Systeme. Das heißt, es ist relativ schwierig, dein Repertoire so zu kombinieren, dass du nichts mehr oder fast nichts mehr lernen musst, weil einfach, falls du den Damen-Inder mit Läufer A6 spielst, nicht in die Stellung reinkommst. Wenn du ihn mit Läufer B7 spielst, kannst du hier problemlos B6 ziehen, Läufer B7, Läufer G2, E6, Rochade und hier Läufer E7, D4 und kurze Rochade. Oh, ich habe wieder vergessen auszuschalten. Alles von neu. Also, nach C4, Springer F6, Springer F3, B6, G3, Läufer B7, Läufer G2, E6, Rochade, Läufer E7, D4, Rochade. Würdest du in einen Damen-Inder mit Läufer B7 kommen? Wenn du aber Läufer nach A6 spielst im klassischen Damen-Inder, und damit meine ich D4, E6, G3, Läufer A6, hast du ein Problem, ohne viel Theorie zu lernen, einen klassischen Damen-Inder zu spielen. Und du musst hier entweder Englisch lernen oder ein anderes System spielen. Mit Katalanisch hättest du zum Beispiel weniger Probleme. Du würdest mit E6, D5 hier fortsetzen können und hättest nicht so viele Probleme. Aber ja, das ist so mein Ansatz. Wenn dein Gegner allerdings hier mit ersten Springer F3, Springer F6, G3 anfängt, kannst du hier B5 ziehen und hier Raum ergreifen, sodass du C4, D4 den Aufbau verhindern würdest. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Es ist nicht so einfach, hier was zu geben. Deine zweite Frage war, was hältst du vom Vorom-Gambit? F4, E5, F4, E5 und so weiter und so fort. Denkst du, man könnte in einer Turnierpartie mit langer Bedenkzeit überleben? Das stimmt. Hier sagt French FTV, kann Weiß nicht auch nach C4 G3 spielen. Du kannst nach C4 auch sofort B6 ziehen und G3 verhindern. So, aber zu deiner zweiten Frage über F4 denke ich, die Variante ist nicht gut und nach F4, E5, FE5, D6, ED6, Läufer D6, Springer F3, G5, G3, G4, Springer H4, Springer E7, D4, Springer G6, Springer G6, HG6, Dame D3 hat Weiß Vorteil und das ist nicht in einer klassischen Partie zu spielen. Ich denke, im Blitz ist das spielbar, das habe ich auch schon oft mit Schwarz gespielt, aber klassische Partie würde ich stark davon abraten. Schau dir von vorher meine Empfehlung gegen F4 an und
Ja, mit der solltest du weiterkommen. Nächste Frage von Joflo. Hallo Robert, warum spielen viele Schwarzspieler in letzter Zeit Tata in Klammern die Poison Pawn Variante im Knight auf nur noch mit Einschub von H6? Gibt es dem Weiß nicht nur eine extra Möglichkeit wie A3? Vielleicht gibt es ja eine neue Variante im normalen Poison Pawn, die es als Weißspieler zu kennen gilt. Ich will dazu sagen, dass es einen gewissen Grund gibt, warum die Leute hier H6 ziehen, aber der ist mir auch nicht so ganz erklärlich, da ich denke, dass die Variante, die sie befürchten, nicht allzu gefährlich ist. Springer F3, D6, CD4, Springer D4, Springer F6, Springer C3. Der Zug A6 folgt hier. Und nach A6, Läufer G5, E6, F4, hast du recht, dass die meisten Leute statt Dame B6 hier den Zug H6 spielen. Ja, bei Dame B6 gibt es hier die Möglichkeit, den Zug Springer B3 zu spielen, nach H6 hier in diese Stellung überzugehen mit Dame D2. Und vielleicht haben die großen Leute Befürchtung, WMUC schreibt Bildschirm. Allerdings sehe ich hier, dass ich mein Fenster weggemacht habe, also alles in Ordnung. Und nach H6 gibt es einen gewissen Unterschied. H6, Läufer A4, Dame B6 verhindert Springer B3 aufgrund des Zuges Dame E3, der hier den Bauern auf F4 gewinnt. Und ja, Schwarz hat also hier ein Problem weniger und muss den Zug Springer B3 nicht lernen. Außerdem denke ich einfach, dass in den ganzen Hauptvarianten mit Dame B6, Dame D2 zum Beispiel, Dame B2, Turm B1, E5 hier so oder so H6 folgt. Und deswegen sagen sich die Leute, warum soll ich eine Variante mehr lernen und kann hier nicht H6 spielen? Ich denke aber, H6 führt zu keinen großen Umstellungen aus meiner Sicht. Ja, A4 ist hier möglich. A3 ist hier möglich, aber Dame D2 bleibt der Hauptzug hier und ich denke, es ist alles in Ordnung hier für Weiß und für Schwarz auch. Obwohl A3 natürlich eine interessante Idee momentan ist und Schwarz zeigen muss, wie er dagegen Ausgleich findet. Aber wie gesagt, H6 habe ich beantwortet, warum ich glaube, dass die Leute das spielen. Und wir kommen zur nächsten Frage. Olaf 146 fragt: Ich bin begeistert von deinen Auftritten. Wäre schön, wenn du mal kurz den Vierbauernangriff im Königshintern erklärst. Ist der wirklich widerlegt? Dafür nehmen wir das Brett weg und ich zeige, was Olaf hier meint. Und ich glaube, der Vierbauernangriff im Königsknall ist keinesfalls widerlegt. Aber er bietet einfach keinen Vorteil. Und Schwarz kann hier mit diesem System relativ guten Ausgleich bekommen. Entweder mit dem Zug Turm nach E8 oder dem zweitgrößten Zug Läufer nach G4. Und ich glaube einfach nicht, dass Weiß hier irgendwelchen Vorteil hat. Deswegen ist der Vierbauernangriff außer Mode. Aber er ist durchaus spielbar auf meinem und deinem Level. Deswegen würde ich mir da keine Gedanken machen. Wenn das deine Hauptwaffe ist, kannst du sie weiterhin spielen und Erfolg haben. Deswegen so viel von meiner Seite zu dem Vierbauernangriff. Und ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet, warum er nicht mehr so oft gespielt wird. Nächste Frage von Where is your Mike? Hi Robert, welchen Aufbau empfiehlst du gegen den klassischen Sizilianer? Richter Hauser ist mir viel Theorie verbunden und daher nicht unbedingt die geeignetste Variante. Verglichen mit der praktischen Relevanz. Danke vorab und danke für deine Mühe. Ja, kein Problem. Der klassische Sizilianer. Also finde ich hier wieder den Zug C5. Moment. C5, so. Springer F3, D6, nicht G6, D6 und Springer C3, Springer nach C6. Ja, also hier ist es im Prinzip so, es gibt hier zwei Möglichkeiten anstatt Läufer G5. Ich habe mich auch immer davor gedrückt, Läufer G5 zu ziehen, aber ich denke, Läufer G5 ist der stärkste Zug objektiv. Und ja, wenn man einen Vorteil haben will, muss man ihn machen.
Die zwei Alternativen sind Läufer C4, die Sozin-Variante E6, Läufer B3, Läufer E7, Läufer E3, A6, normalerweise Dame E2, Dame C7, Langrochade, Kurzrochade und G4, B5. Oder nee, sorry, G4, Springer schlägt D4, Turm schlägt D4, führt hier zu einem interessanten Kampf, der allerdings als relativ ausgeglichen hält, aber sehr interessant ist aus praktischer Sicht. Und wenn dir das alles zu heikel ist, der Angriff auf beiden Flügeln, kannst du hier ruhig Läufer E2 spielen, E5, Springer F3, eine positionelle Variante, H6, Rochade, Läufer E7 und hier der Zug Turm E1, Rochade, Läufer F1, das ist normalerweise alles bekannt und okay, A6, A4, und dann geht der Läufer nach B2, es wird hier H3 gezogen, dann folgt Springer D5, das ist ein sehr positionelles System, aber auch gut spielbar für es, aber ich denke, mit Abstand der stärkste Versuch ist dann doch der Zug Läufer nach G5, der hier die Rauser-Variante einleitet. Aber ich hoffe, ich habe dir hier verschiedene Systeme angeboten und eines von denen wird dir gefallen. Kommen wir zur nächsten Frage. Grüß dich, Robert. Welcher Unterschied steckt bei der französischen Vorschussvariante nach der Zufolge E4, E6, D4, D5, E5, C5, C3 in den schwarzen Antworten Dame B6 und Springer C6, Springer F3, Dame B6? Als womögliche Hilfestellung, GM Belyavsky sagt mir nach einer Schnellschachpartie gegen ihn, dass nach Dame B6 der weiße Versuch A3 zu unambitioniert sei. Man dort forscher vorgehen sollte, während nach Springer C6, Springer F3, Dame B6 der Zug A3 völlig okay sei. Ich weiß übrigens um die interessante Partie für Schwarz, Dame B6, A3, Läufer B5. Und du meinst wahrscheinlich Läufer D7, Läufer B5. Mit Abtausch der weißfeldigen Läufer, die ich aber vielleicht besser für weiß und daher spielbar erachte. Ich denke, der Unterschied zwischen Dame B6 und Dame B6 viertens oder fünftens hat einen subtileren Grund, den ich noch nicht verstanden habe. Kannst du vielleicht kurz auf der Variante blablabla darauf eingehen, was du von Springer 6 oder Springer FE7 hältst, welchen Springer-Rückzug würdest du bevorzugen und warum? Merci. Ja. D4, D5 und hier der Zug E5. Die Vorstoßvariante im Franzosen C5, C3 und hier fragt sich im Prinzip Chess Costly, warum Dame B6 oft gespielt wird, statt Springer C6. Ja, Dame B6 hält eben diese Option Läufer D7 noch. Hat man die noch in petto, wenn man Dame B6 spielt und nach Springer C6 muss der Gegner sich noch drüber Gedanken machen, ob Schwarz jetzt Läufer D7, Springer G7 das System spielt oder das System mit Dame B6 überleitet. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe auch nicht wirklich Ahnung, was für einen Unterschied macht, aber Dame B6 wird hier auch sehr häufig gespielt und nach Springer F3, Springer C6, A3 ist der völlig normale Hauptzug und wir kommen zu dieser Stellung, die du hier als Diagramm angegeben hast. Ja, beide Züge sind völlig spielbar und ich glaube, Springer F nach E7 wurde ungefähr doppelt so oft gespielt wie Springer nach H6, aber ich glaube, ich persönlich würde zu Springer H6 greifen. Normalerweise folgt ja Turm G1 oder H3. Was sich beides nicht viel nimmt, Turm G1 zum Beispiel, F6, EF6, GF6, Springer C3, Springer F7, Springer F4 und Dame C7, Turm C1, Dame F4 ist völlig in Ordnung für Schwarz. Und nach H3, F6, Läufer D3, Springer F7, Springer D2, Läufer E7 ist die Stellung auch völlig in Ordnung für Schwarz. Springer FE7 ist auch nicht schlecht, aber vielleicht nicht so ganz mein Fall. Springer C3, Springer A5, Springer A4, Dame C6 und okay, Schwarz muss hier das hier spielen oder eben nach dem stärksten Zug Dame C2 zwölftens in dieses Endspiel gehen, wo Schwarz ein Bauern weniger hat, aber das Läuferpaar und genug Kompensation. Aber ich denke, Schwarz sollte hier einen Kampf ums Remis vor sich haben mit solchen Plänen verbunden. Denke ich, Weiß sollte hier etwas am Drücker sein und ich würde vermutlich zum zweischneidigeren Springer nach H6 greifen. Ja, ich hoffe, es hat deine Frage beantwortet. Zur Dame B6 Zugfolge kann ich nur
beisteuern. Das ist eben diese Zusatzoption von Läufer D7 gibt, um den Läufer nach B5 zu stellen und den Weißfelder abzutauschen. Aber wenn du dort Vorteil gefunden hast, kannst du ja beruhigt sein und es sollte alles in Ordnung sein. Nächste Frage von Übung macht den FM. Ich bin gerade dabei, mein Repertoire von erstens D4 auf erstens E4 umzustellen. Meine Ergebnisse mit erstens D4 sind zwar gut, aber ich möchte gerne mal etwas Neues spielen und nicht immer die gleichen Strukturen. Das ist bestimmt nicht schlecht. Vor allem gegen Sizilianisch und Französisch bin ich allerdings schon am Staucheln. Mit krummen Nebenbeinen möchte ich mich auch nicht aus der Affäre ziehen. Kurzum, meine Frage ist, wie du einem reinen D4-Spieler empfehlen würdest, den Offensiv-Sizilianer und die Tarasch-Variante im Franzosen zu studieren. In diesem endlosen Dschungel verliert man sich leicht. Ja, es ist natürlich ein Haufen Arbeit, sich einen anderen ersten Zug anzuschauen. Wenn du D4-Spieler bist und jetzt auf E4 umsteigst, ist das eine Menge Arbeit. Aber du hast dich natürlich in deinen Vorschlägen relativ festgelegt und dir ein paar Systeme zurechtgelegt, wie zum Beispiel den Zug Springer D2. Ich hatte fest vor, dir meine Videoserie ans Herz zu legen mit dem Zug Springer C3. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es dort schwierigere Stellungsbilder gibt, vielleicht auch mehr Theorie. Und du dir das als D4-Spieler nicht unbedingt antun möchtest. Deswegen respektiere ich deine Wahl Springer nach D2 und würde dir aber in diesem Fall raten, die Videoserien von entweder Lawrence Trent oder Niklas Kuschenbeet oder auch beide anzuschauen, die beide bestimmt ein komplettes Repertoire abliefern, beziehungsweise nicht bestimmt, sondern die mit Sicherheit ein komplettes Repertoire abliefern. Und ich glaube, du könntest hier sehr, sehr gut, du wärst sehr gut beraten, wenn du beide Serien anschauen würdest und dann hättest du konkrete Varianten, gute Ideen und mehr Plan von Springer nach D2. Ich bin da ein wenig die falsche Ansprechperson und ich könnte auch nicht unbedingt sagen, wie ich es besser studieren würde, da es dazu keine besonders attraktive andere Quelle gibt. Es gibt kein Buch oder so etwas, was aktuell ist. Deswegen Serien von Lawrence oder Niklas anschalten und anschauen. Was zum offenen Sizilianer zu sagen ist, würde ich dir ehrlich gesagt von diesem abraten. Ich glaube, es ist einfach viel zu viel Arbeit, sich den offenen Sizilianer anzuschauen und ich würde mir an deiner Stelle eben nach D6 den Zug Läufer B5 Schach ansehen, der denke ich nicht schlechter ist und von Magnus Carlsen gespielt wurde. Du bekommst auch ein aktives und aggressives Repertoire, was überhaupt nicht langweilig ist und du kriegst interessante Stellungen aufs Brett. Oft kannst du zum Beispiel nach Springer C6, D4, CD4, Dame D4 spielen, wo du auch lang rochieren kannst, nach Springer C3, Läufer G5 und langer Rochade. Und ich denke deshalb, dass Läufer B5 für dich besser wäre und nach zweiten Springer C6 könntest du ebenfalls Läufer B5 spielen und diesen Zug mit Läufer B5 beantworten und das Problem so lösen. Und E6 würde ich dir entweder den Zug G2, G3, gespielt von Weltmeister Magnus Carlsen persönlich ans Herz legen, oder B2, B3, was auch gut spielbar ist. Wie du dir das anschaust, kommt dir bestimmt gerade in den Sinn und dazu empfehle ich dir die Serien von GM Robin van Kampen hier auf Chess24. Das ist im Prinzip keine Werbung, sondern qualitatives Material, was ich mir auch selber als relativ guter Spieler angeschaut habe. Vor meiner Zeit bei Chess24 habe ich in diese Serien reingeguckt und die sind einfach nur weiter zu empfehlen aus weißer Sicht. Ich denke, Robin hat da sehr gute Arbeit gemacht und mit Läufer B5 ein sehr gutes Repertoire aufgebaut, sein eigenes Repertoire vorgestellt und ich würde da mal reinsehen und seine Empfehlung befolgen. Ja, ich hoffe, es hat dir was geholfen und du hast Spaß am erstens E4-Spiel. Ja, kommen wir zur letzten Frage des Tages von NIK4. Hallo Robert, ich habe auch eine Repertoirefrage. Ich spiele mit Schwarz-Grünfeld.
Ich auch. Und gegen C4, E5. Ich tatsächlich auch. Das Problem ist, dass ich gegen erst Springer F3 weder in die einen Varianten noch in die anderen komme. Hast du ein paar Ideen, wie man sich da gut aufbauen kann? Bin E4-Spieler, also ist erstens D5 keine Option. Es geht also um Varianten, in denen Weiß mit D4 wartet. Sollte am besten ein Grünfeld-ähnlicher Aufbau sein, damit man bei frühem D4 überleiten kann. Vielen Dank, NIK4. Was ich dir ans Herz legen würde, wäre nach ersten Springer F3, Springer F6, C4. Das ist wahrscheinlich das, was dich ein wenig besorgt, denn nach G3 kannst du ja G6 ziehen und Läufer G2, Läufer G7, Kurzrochade, Kurzrochade, D4, D5 wärst du in Grünfeld. Das bedeutet C4 macht dir vermutlich ein paar Sorgen, sodass du hier nicht E5 ziehen kannst und nach G6 nicht zwingend in Grünfeld reinkommst. Was ich dir hier empfehle, ist nach dem Zug Springer C3, der praktisch Königsindisch droht, nach dem Zug Läufer G7 wären wir im Königsinder, den Zug D5 zu spielen, das sogenannte Anti-Grünfeld-System. Und hier ist es so, dass nach C schlägt D5, Springer D5, wir schon eine sehr Grünfeld-ähnliche Stellung erhalten und hier nach D4, Läufer G7 sozusagen sofort zum Grünfeld überleiten würden. Nach E4, Springer 2, B3, Läufer G7, D4 wären wir selbstverständlich auch im Grünfeld. Was du hier lernen musst, sind ein paar Züge wie H4, der Zug. Oh, ich habe wieder vergessen, das Ding wegzumachen. Es tut mir wieder sehr leid. Ich fange also von neu an. So, nach Springer F3, Springer F6, C4 bist du wahrscheinlich besorgt, denn nach G3 kannst du nach G6, Läufer G2, Läufer G7, Rochade, Rochade. Nicht König F8, Rochade, D4, D5 ins Grünfeld überleiten und wärst in der Grünfeld Symmetrical Variation. Was dir Sorgen bereitet, ist, denke ich, der Zug C2, C4. Und hier kannst du eben nicht E5 ziehen und in dein gewohntes System überleiten. Deswegen rate ich hier Zug G6, Springer C3 und eben dem Zug D7, D5. Ja. Nach Läufer G7 würde hier E4 folgen und wir wären im Königsinder. Also D5 als Grünfeldspieler bist du dazu verpflichtet. CD5, Springer D5. Und hier würdest du nach D4, Läufer G7 im Grünfeld sein. Genauso wie nach E4, Springer C3, BC3, Läufer G7, D4, C5 sind wir in einer Grünfeldstellung. Die Züge, die du hier lernen musst, sind H2, H4, Dame A4 Schach, Dame B3 und G2, G3. Das sind vier Züge, die musst du einfach lernen. Und ansonsten kommst du einfach nicht drum rum, ein Anti-Grünfeld-System zu finden. Ja, du kannst aber relativ glücklich sein. Die Leute sind sozusagen mit Weiß verzweifelt, etwas gegen Grünfeld zu finden und greifen deswegen zu solchen Anti-Grünfeld-Systemen. Ja, die Systeme musst du dir anschauen. Dazu kann ich dir keine Serie bei Chess24 empfehlen, aber ein Buch, und zwar das Buch von Viktor Michalewski von Quality Chess. Ja, dort geht es um sehr, sehr vieles, nicht nur um dieses System, aber dieses System wird, glaube ich, in annähernd 100 Seiten behandelt und es werden alle möglichen Zugumstellungen behandelt. Nach G3 würde ich dir aber raten, C5 zu ziehen und in dieses System einzugehen, was von Peter in seiner Videoserie behandelt wurde. Nach H4 solltest du hier den Zug Läufer G7 spielen. Oder den Zug Springer nach C6 und nach Dame B3 Springer B6 und nach Dame A4 Springer C6. So viel kann ich sagen und für konkrete Varianten, wie gesagt, greif dir das Buch, kauf dir das Buch, es lohnt sich, es ist für dein Repertoire, es ist nicht allzu viel, es ist eine einmalige Anschaffung, das Buch ist sehr neu, ich glaube kein halbes Jahr alt und es lohnt sich auf jeden Fall diese 25 oder 30 € da rein zu investieren. Ja, das war es auch schon von meiner Seite.
in dieser Show. Ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen beantworten. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, für jeden eine passende Antwort zu finden, meine eigene Meinung zu vertreten. Und im Prinzip, gut weiter zu empfehlen. Ich habe hier analysieren können, den heutigen Tag und mich auf die Show vorbereiten. Und deswegen glaube ich, dass meine Empfehlungen ganz okay waren oder ganz gut. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Und es hat mir eine Freude bereitet, diese Eröffnungswerkstatt zu machen. Und ja, so viel von meiner Seite für den heutigen Tag. Und ja, morgen um 13.30 Uhr Walkernsee. Und bald kommt auch meine Videoserie raus auf Chess24. Also ansehen und bis dann. Macht's gut.